Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 271. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Marvin. Hi. Und der Herr Basti. Gute. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und mal wieder über diese Eintracht reden, haben uns ein paar Themen rausgesucht, werden aber auch heute, das kann ich auch schon gleich sagen, nicht so das ganze Feuer verschießen, weil da gibt es ja noch dieses Event am Samstag, wo wir dann auch vielleicht gleich nochmal drauf kommen würden. Ich bin schon wieder mit falschen Buchstaben unterwegs. Auch zu dieser Sendung gibt es wie immer einen Livestream und einen Live-Chat in unserem Slack, die ich jetzt hier auch schon mal gleich auffordere, doch mal mitzuhören, was wir am Ende des Tages hier als Sendungstitel verwenden können. Das jetzt nur noch mal so zur Einsortierung. Was haben wir denn so an Themen auf der Liste Aktuelles? Wir hatten beim letzten Mal, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, so ein bisschen drüber diskutiert, Oczypka weg, ja, nein, und wer könnte so ein Nachfolger sein? Und dann hat sich ja relativ kurz nach unserer Aufnahme dann auch die tatsächlich wahre Konstellation gezeigt. Oczypka ist zu Schalke für die, was waren es am Ende, 4,5 Millionen. Und der Nachfolger Jethro Willems ist da und ist auch schon fleißig im Trainingslager unterwegs. Ich glaube, die Frage nach guter Wechsel, schlechter Wechsel wird sich noch irgendwie zeigen. Aber wie seht ihr so die Konstellation, Marvin? Marvin? Marvin sagt nichts mehr. Dann darf Dennis was sagen. Der hatte angedeutet, der hat zu wenig Redeanteil, dann holen wir jetzt hier mit rein. Das ist sehr nett, ja. Also ich muss sagen, wenn die kolportierte Ablösesumme von auch knapp 5 Millionen für Willems stimmen sollte und wir tatsächlich noch 4,5 für einen Oczypka bekommen haben, ist, denke ich, eine ganz nette Sache. Ich denke schon, dass das auch ein Spieler ist, der uns weiterbringen kann. Also prinzipiell sehe ich das positiv. Ich glaube, Alter 23, relativ schnell. Ja. Schauen wir mal. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir damit keinen Rückschritt gemacht haben. Relativ schnell, auch durchaus in der Offensive jetzt nicht, sagen wir mal so, unerfahren. Kannst du also durchaus was mit anfangen. Preislich, ja, so mehr oder weniger ohne großes Geld, was du da jetzt irgendwie draufgesteckt hast, was halt relativ lustig war, weil halt viel, was ich so im Nachhinein, so relativ kurzfristig nach dem Wechsel so in den Presse und in den Social Media gesehen habe, war da so die Frage nach dem Motto von wegen, wie blöd ist eigentlich Schalke, die hätten einfach auch nur das bisschen drauflegen müssen und dann hätten sie den Willems bekommen, stattdessen holen sie sich den Oczypka von der Eintracht. Das war, fand ich irgendwie schon so recht lustig und hatte dann schon so ein leicht breites Grinsen dann da auf den Lippen. Willems muss ich auch erst mal in der Bundesliga behaupten, ne? Also das ist immer auch jetzt wieder leicht gesagt. Nur Oczypka, wenn er wirklich gut drauf ist, fand ich den nie so schlecht. Also da muss man den ja auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ansonsten, klar, muss man schauen, ob er wirklich die Leistung abrufen kann. Ich glaube, da war jetzt auch so ein leichter Knick drin. Muss man jetzt mal schauen, dass er da jetzt wieder an die alte Leistung ranbringt. Ich weiß nicht, ob er verletzungsbedingt da ein paar Spiele nicht machen konnte oder warum da zumindest, so wie ich das mitbekommen hatte, war ja der Marktwert auch, zumindest dieser, wir reden ja hier immer von der Marktwert in Anführungszeichen, ja. Transfermarkt.de mäßig, doch schon mal erheblich höher bei 10 Millionen, jetzt wieder bei 7,5 Millionen. Also ein kleiner Knick ja schon zu bemerken. Jetzt muss man einfach mal gucken, wie er in die Mannschaft dann auch passt. Denke ich, kommen wir auch später nochmal dazu, wie, was, wo er dann wirklich zum Einsatz kommt. Klar, er ist eher linker Verteidiger, aber kann ja auch irgendwie linkes Mittelfeld spielen und so weiter. Also ich denke, da ist schon eine gute Situation, die wir auf jeden Fall jetzt hatten, weil ohne diesen Wechsel hätte ich mir jetzt wirklich ein bisschen Sorgen gemacht auf der Seite. Linksverteidiger sind immer schwierig zu bekommen, gute. Und wenn wir hier jetzt wirklich einen haben, der Oczypka mindestens ersetzt, da bin ich doch schon ganz zufrieden. Ja. Basti, wie sieht es bei dir da aus? Ja, genau. Ich schließe mich dem Dennis an und kläre ihn kurz auf, dass er tatsächlich diesen Karriereknick durch eine schwere Verletzung hatte. Ja. Und das wieder so, das ist natürlich so ein Spieler, den kriegt die Eintracht normalerweise nicht. Also für mich ist der Transfer und wie es alles abgelaufen ist zu 100% richtig. Natürlich mit allen Faktoren, die ich jetzt gerade beurteilen kann. Natürlich kann Willems ein Flop sein, aber zu der jetzigen Position musst du es machen. Du zahlst ungefähr das gleiche Geld. Du kriegst einen Spieler, der jünger ist, potenziell besser ist. Also das Potenzial, was er angedeutet hat, was ihn auch an die Laptops von größeren Vereinen geschossen hat vor seiner Verletzung, spricht ja dafür. Und Oczypka
ist ein solider Bundesligaspieler, aber mit dem, ja, ich weiß nicht, was Schalke genau mit dem vorhat, aber mit dem wirst du wahrscheinlich nicht die Champions League erreichen. Ja. Und Willems ist ein Spieler, der Potenzial nach oben hat, der hier, wenn er fit bleibt und der gut integriert wird, kann er hier explodieren. Ist offensiv stärker. Er ist für mich, ohne das natürlich jetzt abschließend beurteilen zu können, weil man weiß nie, was im Fußball für Faktoren irgendwann noch eine Rolle spielen, für mich der klar bessere Spieler. Und wir haben quasi dasselbe Geld bezahlt für einen, der knapp, sei es nicht, 6-7 Jahre jünger ist. Also ist das ein Transfer, wenn du irgendwie 10 Leute fragst, 9 sagen dir, den musst du machen. Natürlich weiß man nicht, was rauskommt, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv und er ist einer der Spieler, wo wir nachher nochmal drüber sprechen werden. Er ist auf jeden Fall einer der Spieler, auf die ich mich sehr, sehr freue und das hatte ich bei der Eintracht in der Vergangenheit nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt viel mehr und er gehört ganz vorneweg auf jeden Fall dazu, weil ich mir von ihm, von holländischen Spielern, die haben oft auch so eine Explosivität, die denken auch offensiv und ich erhoffe mir einfach, dass ich im Stadion stehen werde und ein Spieler dort steht, wo ich sage, wenn der jetzt reinflankt, wird es gefährlich, weil das habe ich hier gefühlt 15 Jahre nicht gesehen. Das stimmt. Ja, also dieses Flanken- und auch Eckenthema, das ist ja immer so ein ganz besonderes. Schauen wir noch mal in die Wundertüte, ob wir den Herrn Marvin jetzt wieder in der Leitung haben, ja. Dann darf der auch noch was sagen. Ja, zu Willems sage ich alles weitere, was notwendig ist, am 5.8. Yeah. Spiel jetzt die Musik ein. Spiel die Musik ein. Marvin, der Teaser-Gott. Das ist hervorragend. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal, was sich sonst noch so getan hat. Über Chip habt ihr schon geredet, ne? Ja gut, wir haben dahingehend drüber gesprochen, dass wir froh sind, dass wir das Geld für ihn noch bekommen haben, weil er zwar durchaus kein allzu schlechter Linksverteidiger war, aber halt auch nicht so die Konstanz hatte und vielleicht auch sein Potenzial schon so ein Stück weit ausgeschöpft war und wir so ein bisschen die Hoffnung haben, dass das bei Willems halt eben noch nicht der Fall ist, sondern dass da halt einfach noch ein bisschen was geht. Das war so die grob gefasste Zusammenfassung des Gespräches. Wollte ich nämlich auch sagen, weil im Grunde kann man schon froh sein. Ich finde schon, dass also deutlich gesagt, haben wir ordentliches Geld für Bastian und Tschipka noch bekommen. Ja, ja. Also das auf jeden und wir Fall. Haben ihn, was ich auch schon gesagt habe, wir haben uns auch 6-7 Jahre verjüngt. Also für einen Spieler, wo du fast das gleiche zahlst, das musst du halt machen, egal wie es jetzt ausgeht, das muss man einfach machen. Ja. Ja, und du hast halt auch, wie gesagt, dadurch, dass er halt einfach jung ist und halt auch gerade erst am Anfang seiner Karriere steht, kannst du da halt auch noch irgendwie ganz ordentlich was rausholen und ohne jetzt irgendwie zu sehr gegen Bastian Oczypka zu sprechen, aber ich glaube, da wäre jetzt auch nicht mehr so viel drin gewesen. Ja. Auch wenn du guckst, dass wir hier anscheinend einen 4-Jahres-Vertrag gemacht bis haben, ist natürlich 2021, ganz schön. Genau. Da kannst du natürlich dann theoretisch auch irgendwann nochmal ein bisschen Geld verdienen. Muss man natürlich dann auch mal schauen, ne? Genau. Wie er sich entwickelt. Ja, das ist ja dann eben die andere Variante, die du da an der Stelle einfach dann hast. Genau, ansonsten befindet sich die Eintracht voll im Trainingslager-Modus. Das erste Trainingslager in den USA ist rum. Sie befindet sich mittlerweile im zweiten Trainingslager und was ja auch heute nochmal in einem Kicker-Beitrag war, glaube ich, im Kicker, oder? Mhm. Zu sehen war. Oder zu lesen war ja schon, dass das alles auch sehr, sehr akribisch ist. Also es ging da um einen Zeitungsartikel, der nochmal so ein bisschen die ganze Vorbereitung beleuchtet und auch wie man das jetzt so aufbaut, wo Kovac nochmal eben in einem Interview gesagt hat, dass er das eben sehr so versucht, so einen roten Faden reinzubringen, indem er die unterschiedlichen Phasen von so einem Spiel halt in unterschiedlichen Abschnitten vom Trainingslager irgendwie unterbringt und bislang auch sehr stark an der Belastung gearbeitet hat und das jetzt auch versucht, jetzt wieder so ein bisschen runterzufahren, um die Frische wieder in die Mannschaft zu bringen und auch quasi über sehr individuelle Belastungssteuerungen gearbeitet haben mit regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen und so weiter. Also allein, wenn man das liest, muss man sagen, ja, das ist so das, was man von einem Fußballverein, der nicht nur irgendwie Kreisliga spielen will, heute erwartet. Und auf der einen Seite freut es einen, dass man das jetzt so tut. Auf der anderen Seite finde ich das dann auch nach wie vor erschreckend, dass das anscheinend etwas ist, was wir in den letzten Jahren irgendwie nicht getan haben und da so ein bisschen, glaube ich, in dem was die Vorbereitung angeht, so in dem Fußball der 80er, 90er gefühlt so ein bisschen stecken geblieben sind.
Ja, aber ich bin ehrlich gesagt einfach froh, dass wir es jetzt machen. Also ich meine, du merkst halt schon, und die Frage ist halt, inwiefern wir dann nicht überdrehen oder inwiefern die Belastung nicht zu hoch ist für die Spieler. Ich denke, das ist auch, wird auch noch ein Thema sein. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich sehr froh, wie Kovac das professionalisiert hat, jetzt in schon seiner zweieinhalbsten Saison. Also er geht jetzt in seine eine zweite volle Saison. Ich denke, da hat er nochmal deutlich die Dinge angetrieben, hat ja aber auch einen großen, ja, wie soll ich sagen, einen großen Mannschaftsstab, Ärztestab, der ihm da zur Seite steht. Also ich denke, wir sind auf einem professionell guten Weg. Dass es sonst anders war, ja, dem stimme ich zu, das wissen wir ja auch alle. Wir wissen ja auch, wie es teilweise unter Fee oder noch damals nur, sogar noch unter Skibbe war. Aber das ist halt schon eine andere Generation. Du merkst hier schon ganz klar einen Wechsel hin zu einer weitergehenden Professionalisierung und der hat sich Kovac absolut angeschlossen. Finde ich auch, du merkst das natürlich auch an so Situationen wie klar, die ganzen Testspiele waren ja jetzt alle, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger nicht erfolgreich. Finde ich aber an der Hinsicht gut. Es war, du hast ja anscheinend der Mannschaft ja angemerkt, dass sie trainiert hat noch, dass sie noch schwere Beine hatte und so weiter. Es ist jetzt auch immer ja so eine Abwägungssache. Willst du die Euphorie jetzt schon anfeuern mit irgendwelchen Kantersiegen und die Mannschaften dann schon ausgesucht und so weiter? Muss ich sagen, wenn du generell dein Spielsystem schon erkennen konntest und ein ganz gut, ja, sozusagen ein paar Spieler ja trotzdem auch rausgestochen haben, finde ich die Ergebnisse wirklich völlig egal, und du musst auch wirklich sagen, finde ich schön, dass die Mannschaft im Endeffekt anscheinend jetzt sehr, sehr hart trainiert hat, ja jetzt irgendwie auch Sonderurlaub hatte, um mal ein bisschen auszuspannen. Also finde ich eine schöne Sache, finde ich auch sehr professionell, gefällt mir gut. Also, weil du hast jetzt schon wieder, du merkst ja immer diese Tendenzen, ah, okay, es ist noch kein System erkennbar, die Mannschaft kriegt es nicht mal hin, gegen kleine Mannschaften zu gewinnen. Das finde ich Quatsch, das haben wir in der Vergangenheit, haben wir teilweise ja Kantersiege in den Vorbereitungen, wo du wirklich gesagt hast, gegen was spielen wir denn hier schon wieder für Mannschaften? Da hast du 5, 6, 7, 0 gewonnen, und hast dich da dran in Anführungszeichen aufgegeilt, und im Endeffekt war dann, naja, keine Ahnung, was die gemacht haben, trainiert haben sie nicht, weil sie nach 70 Minuten alle platt waren, zumindest am Ende der Saison. Erinnern wir uns ja leider alle traurigerweise noch dran. Also Ja, denke ich, ist leider. das System auf jeden Fall sehr gut so. Kovac, Dankeschön, auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich denke auch. Also ich habe gerade mal nachgedacht und erinnere mich an irgendwie an gar keine Saison, wo ich aus Testspielen irgendwas hätte ableiten können Genau. oder wo man sagen, wo wir jetzt gesagt hätten, boah, Leute, das hat sich im Sommer im Trainingslager schon angedeutet, was XY passiert. Also auch diese ganzen Kommentare über individuelle Bewertungen von Spielern, da gebe ich überhaupt nichts drauf. Wenn die Rundschau mir jetzt schon schreiben will, der eine ist nicht integriert in die Mannschaft, der andere ist nicht im Training, Leute, die sind 3 Wochen zusammen oder so. Da braucht mir keiner irgendwie erzählen, er könnte schon Rückschlüsse ziehen, ob Allee irgendwie, ob der von der Mannschaft irgendwie isoliert ist oder man Ja. kann kein System erkennen. Worauf es ankommen wird, das wird nicht mal auf den Pokal ankommen, es kommt darauf an, wie die ersten 2, 3 Saisonspiele sind. Und da, wie der Dennis gesagt hat, also mich interessiert es gar nicht. Mich freut es zum Beispiel, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Gacinovic ist sich dessen bewusst, was ich eigentlich auch von ihm erwarte, dass er jetzt endgültig mal diesen weiteren Schritt geht. Ja. Er hat dieses Tal durchlaufen letzte Saison, wo wir dann auch hier gefordert haben, dass an ihm festgehalten wird, weil das dazugehört. Und ich habe das Gefühl, dass er in diese Führungsspielerrolle immer mehr reinwächst. Klar, darf man ihn dann auch nicht überfrachten, weil er ist noch ein junger Kerl. Aber für mich ist Gacinovic so ein Spieler, der wird für mich auch sehr, sehr interessant werden, weil ich mir hoffe, dass er irgendwie tatsächlich noch einen Schritt nach vorne macht und der Mannschaft hilft. Und ja, aber sonst würde ich jetzt gar nichts aus irgendwelchen Trainingslagern ableiten können, außer das, was der Marvin gesagt hat, zu sagen, okay, man hat das Gefühl, die Eintracht macht keine Kegelfahrten mehr, sondern das sind, ja, das Wort hört sich blöd an, aber das sind Business-Trips. Also das sind jetzt wirklich keine, wo du denkst, hier, die haben jetzt einen Koffer voller Fläumchen und fahren jetzt irgendwo hin sondern die Eintracht hat es spät gemacht, aber wie der Marvin sagt, was ist ja keine Lösung. Du kannst ja niemandem sagen, ja, hier, jetzt ist auch zu spät, jetzt kannst du es ganz lassen, sondern es ist immer besser, das dann trotzdem zu machen. Und da bin ich bei der Eintracht, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Auch wie das Trainingslager kommuniziert wurde nach außen von der Eintracht selber mit den ganzen, wie das begleitet wurde von Eintracht TV, von den Social Media Kanälen. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß gehabt Ja. und hinterlässt bei mir einen positiven Eindruck und alles andere will und kann ich nicht bewerten, weil es für mich völlig unerheblich ist, ob die Eintracht 1-1 spielt, 2-1 gewinnt, 0-1 verliert oder. Ja. Das ist absolut
unaussagefähig, zumal, wie Dennis schon sagte, wenn du halt quasi noch so in so einer Mitten in Phase bist mit hoher Belastung, also dann kannst du da halt überhaupt gar keine Aussage drüber treffen. Es kommt in der Tat dann halt wirklich drauf an, wie die ersten 3, 4, 5 Bundesligaspiele ablaufen, und da ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, und damit können wir, glaube ich, zu dem Thema, was Basti dann auch aufgeschrieben hat, ganz, ganz gut überleiten. Zum einen, mit welcher Aufstellung spielen wir? Und zum anderen auch, mit welchem System spielen wir am Ende des Tages, weil das ist ja dann auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Haben wir am Anfang direkt irgendwie ein System und eine Aufstellung, was wir auch, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger für die Hinrunde nutzen können, oder ist das wieder so ein zusammengeschustertes Notding, was uns jetzt irgendwie über die ersten 5 Spieltage retten muss, weil wir irgendwie noch nicht die volle Mannschaft am Start haben? Basti, du hast dich da mal so ein bisschen umgehört, was so die Systemfrage da betrifft. Ja, umgehört habe ich mich nicht. Ich wollte es eigentlich in den Raum werfen. Du hast 50 Leute auf der Fußgängerzone Frankfurts befragt. Hast du nicht? Das war deine Hausaufgabe. Also, ich bitte dich. Wenn du mir sagst, wo ich mich da umhören kann, dann werde ich es gerne tun. Ich habe mir nur selber Gedanken gemacht und habe natürlich auch im Kicker war, glaube ich, schon eine Eintracht-Saisonvorschau, wo verschiedene Systeme auch waren, was ich ganz gut fand. Wo du halt siehst, dass die Eintracht flexibel ist, und wenn wir gegen, keine Ahnung, stärkere Gegner spielen, spielen wir mit Viererkette und 2 Sechsern. Aber ansonsten habe ich diese Saison das Gefühl, dass die Eintracht ohne wirklichen Flügelspieler spielt. Das heißt, ich sag euch, also mein System wäre es wahrscheinlich, die werden 3 Innenverteidiger haben, beziehungsweise Hasebe, dann ist Libero. Hm. Dann hast du die 2 Außenverteidiger rechts und links, die auf einer Höhe mit dem einzigen Sechser dann spielen. Dann würde ich davor denken, dass das wie eine Raute ist dann. Also du hast dann quasi 2 Achter auf den Halbpositionen, 1 Zehner und 1 Stürmer, die natürlich so ein bisschen versetzt sind. Und das ist, glaube ich, von meinem Bauchgefühl her, dass das System, was die Eintracht spielen wird. Und dafür haben wir eigentlich auch ganz coole Spieler, finde ich. Weil, wenn wir jetzt so ein 4-2-3-1 spielen würden, wo du eine offensive Dreierreihe zum Beispiel hast, da würde mir persönlich, ein linker Außenstürmer fehlen, ehrlich gesagt. Und deswegen denke ich, dass die Eintracht tatsächlich mit einem Sechser spielt. Das wird für jetzt, normalerweise ist es Mascarell. Ich denke, dass es jetzt Fernandes übergangsweise ist. Dann mit Gacinovic und de Guzman vielleicht auf den Halbpositionen, davor Fabian und ganz vorne Haller. Und ja, links Willems und da Costa. Weil ich denke, dass die Außenverteidiger wesentlich offensiver spielen werden. Und die Eintracht dann dieses System... Das wird, glaube ich, trotzdem unser Stammsystem, was aber natürlich auch gut ist zu wissen, okay, wir sind variabel, wir können uns auf den Gegner einstellen, was wir als Eintracht Frankfurt immer noch müssen. Und ja, so die grobe Aufstellung, die ich eben gesagt habe, ist so mein Ding, das mit Salcedo, Abraham in der Innenverteidigung, Hasebe Libero, Mascarell auf der 6, links Willems, rechts da Costa, Gacinovic, de Guzman, so auf den Halbpositionen, Fabian auf der 10 und Haller ganz, ganz vorne. Und dann haben wir noch eine einigermaßen starke Bank, aber ich bin gespannt, was ihr denkt, wie es bei der Eintracht aussieht, und lausche euch. Tja, dummerweise wirst du jetzt gar keine konträre Meinung von mir mitbekommen. Denn ich würde dem Großen und Ganzen echt zustimmen, muss ich sagen. Also das sieht für mich ganz ähnlich aus. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir diese ganz klaren Außenstürme haben. Ehrlich gesagt sind wir dafür auch zu schlecht besetzt irgendwo. Also ich meine, genau. Ich finde es auch nicht so wichtig. Das ist halt genau der Punkt. Also wir haben ordentliche Leute da, aber... Ich muss halt nicht mit einem Blum als Stammspieler in die erste, also in die Saison gehen. Nee. Und wenn ich die Wahl habe, dass ich halt lieber eine gute Defensive habe. Das heißt, bei der Eintracht wird wahrscheinlich noch ein Spieler kommen, schätze ich mal. Ne? So, und das wird hoffentlich in der Innenverteidigung laufen. Und da ist es mir auch wichtiger, wir holen halt jemanden in der Innenverteidigung und nicht irgendjemanden für die Außen, der dann da wieder rumwuselt, weil das eine Position ist, die wir gut umgehen können mit dem System, was der Basti eben angesprochen hat. Lass uns das lieber so machen. Und da bin ich cool mit. Also das ist mir wirklich wesentlich lieber als mit so Außen. Und ganz ehrlich, das Außenspiel hat in den letzten Monaten auch nicht mehr so gut funktioniert. Also mit allem, was da rumgewuselt ist, ja. Ich meine, wie oft haben da Leute gespielt, die das auch nicht so wirklich toll beherrscht haben. Und mir ist es wichtiger, dass wir eine sehr, sehr gute Defensive haben und dann, dass die Leute wie Fabian und vielleicht auch Gacinovic dann ihre Stärken eher im Zentralen, vielleicht leicht nach außen gebeugt, wieder ausüben können. Das sehe ich genau. Das ist ja genau der Punkt, dass wenn du zum Beispiel mit de Guzman und Gacinovic auf diesen Achterpositionen spielst, die können natürlich auch nach rechts und links ausweichen und sich irgendwie im Wechselspiel mit den Außenverteidigern
da irgendwie was einstudieren. Das ist ja genau das. Aber ich sehe es genauso wie der Marvin. Ich sehe die Außenstürmer nicht, weil Blum ist für mich gar keine Alternative als Stammspieler. Gacinovic wäre der Einzige, der ja aber auch scheinbar ein bisschen wieder ins Zentrum drängt, was ihm vielleicht auch von seiner Robustheit ganz gut tut. Und wenn wir wirklich so ein 4-3-3 oder so zum Beispiel spielen wollen würden, dann müssten wir theoretisch meiner Meinung nach jetzt noch mindestens einen holen. Und das sehe ich nicht, weil ich genau wie der Marvin sehe, wir brauchen einen Innenverteidiger, eigentlich einen, der auch direkt da ist, den du eigentlich theoretisch direkt in Freiburg schon einsetzen kannst. Ja. Und das wird eine sehr, sehr heikle Nummer, glaube ich. Auch wenn ich an anderer Stelle gelesen habe, dass die Eintracht auch noch nach dem Außenstürmer fahndet. Und ich hoffe immer noch, der Marvin und ich, ist bekannt, dass wir viel Wrestling schauen. Und ich hoffe immer noch, dass irgendwann Raw ist, 3 Minuten über der Zeit, auf einmal geht die Musik von Ante Rebic an. Und dann steht er mit seinem Money in the Bank Koffer da und sagt, ich bin wieder da. Diese 5%ige Hoffnung lasse ich mir auch nicht nehmen. Richtig, ja. Nein, aber das Problem, also ich sehe es genauso mit dem Innenverteidiger, ist auch gerade so die letzten Tage ja wieder richtig aufgekommen. Da hatte ich auch erst schon die Hoffnung verloren und jetzt scheinen sie doch sich nochmal zu besinnen, weil ja, ich bin voll bei euch. Du kannst im Endeffekt mit einem Salcedo, der wird auch am Anfang nicht fit sein und schon gar nicht für die 90 Minuten. Und auch, wen haben wir denn noch eigentlich, der aktuell da verletzt ist? Ja, Hasebe ist wieder fit, ne? Marco Rust, ja, finde ich, ist auch keine wirkliche man muss immer wieder sagen, der kann mal ein paar Minuten spielen, aber das ist für mich keiner für die Startelf. Und na, sehen wir, dann eigentlich schon auf Anderson Ordonez wäre noch eventuell, aber der ist auch noch verletzt, ne? Ja, na gut, Ordonez hat wenigstens auch ein paar Testspiele mitgemacht, aber man darf nicht vernachlässigen, dass jetzt bei den Testspielen, egal welchen Wert sie haben, Russ keine großartige Rolle gespielt hat. Ne? Also ich denke, das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, da weißt du schon, in welche Richtung es geht. Also ich meine, ja, natürlich ist es immer so, ja, Testspiele, bla bla bla, aber du kannst schon gewisse Tendenzen da ableiten. Du kannst schon sehen, dass Gacinovic momentan ziemlich gut drauf ist, der ja auch in der Zeit, wo er dann, als die Saison vorbei war, auch in der Nationalmannschaft für das ein oder andere Ausrufezeichen gesorgt hat und diesen Trend sich jetzt beibehält und jetzt hier 2 Tore in Testspielen gemacht hat. Aber gleichzeitig siehst du halt auch, dass Russ aus irgendeinem Grund halt keine Rolle dementsprechend spielt, denn eher Ordonez spielt und dann kommt dann Da Costa dann noch rein. Also das sind schon leichte Fingerzeige und ich denke, wenn jemand jetzt gar keine Rolle spielt, wird es schwierig, da nochmal reinzukommen. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Nummer ist durch irgendwie. Also ich glaube, Russ wird dieser vierte, fünfte Innenverteidiger sein, der dann da ist, wenn es wirklich was, wo man leider fast schon wieder von ausgehen muss, dass wir den am 27. Spieltag wieder brauchen, weil alle irgendwie in die Wand gerannt sind. Aber ich sehe, und bei Ordonez ist die Sache, ich glaube, der braucht trotzdem nochmal ein halbes Jahr, weil diese Eingewöhnungsphase, die man ihm geben wollte, wurde durch diese Verletzung auch verhindert. Der ist jetzt auch immer mal wieder, hat er irgendwas, dann hat er hier was, zwackt was, ist nicht richtig fit. Ich will ihn eigentlich noch gar nicht bewerten, aber würde ungern, dass er in der Startelf steht, ehrlich gesagt, sondern den würde ich maximal als Dritten dann sehen. Und wenn Salcedo weg ist, brauchen wir eigentlich einen Stamminnenverteidiger, der bezahlbar ist, der direkt da ist, der keine große Eingewöhnung braucht. Das heißt, das muss eventuell jemand sein, der vielleicht schon mal in der Bundesliga gespielt hat. Weil ansonsten bringt es dir ja nichts. Weil ansonsten hast du, wenn du jetzt einen holst, der sich an die Bundesliga gewöhnen muss, dann ist Salcedo auch wieder fit bis dahin und dann, was soll das? Also, ja, ich will jetzt keinen vergleichbaren Spieler haben, aber ich nehme jetzt mal den Namen Madelung wieder in den Mund. So einen, sagen wir mal, Madelung Deluxe muss die Eintracht irgendwie finden. Ja. Ist halt die Frage, ob man das bezahlen kann. Bart Stuber ist ja scheinbar weg. So wurde der Marvin für uns rausgefunden, hat sie auch erledigt. Ja, genau. Ja, aber ist Bart Stuber sicher VfB oder was? Genau. Okay. Also, wie ich das vernommen habe, ist Bart Stuber zum VfB. So habe ich das heute auch vernommen, selbst wenn die Tinte da irgendwie noch nicht trocken ist, dann ist das auf jeden Fall zumindest in allen Kanälen, die ich heute gesehen habe, sowas von fix, dass wir da, glaube ich, wenig Chancen noch haben. Was macht Zambrano eigentlich? Kann man den nicht
Der tut doch bei Rostov rum in der irgendwie unter Ferner Liefen, der sieht selbst bei Testspielen wieder gelb und wieder rot. Also der ist jetzt auch nicht so, ist auch nicht so heiß, um es mal so zu sagen. Ja, vielleicht kann man ihn. Nee, keine Ahnung. Das Problem ist auch, normalerweise hat man ja immer so 3-4 Spieler so im Kopf, wo du denkst, oh, das könnte cool klappen. Der Marvin und ich hatten das mit Subotic, wo man wirklich denken würde, ja, das wäre ein Spieler, der würde charakterlich passen, der würde auch sofort da sein. Er kennt die Bundesliga, ist auch ein richtig guter Kicker. Aber ansonsten fällt mir ehrlich gesagt gar keiner ein, wo ich sagen würde, okay, den würde ich nehmen, weil bei Bartstuber hätte ich meine Probleme gehabt. Ansonsten, ich wüsste es gar nicht. Also vielleicht Kister von Sandhausen, aber auch nur, weil ich früher mit ihm zusammengespielt habe. Aber ansonsten, mir fällt echt keiner ein, wo ich sagen würde, ja, der ist sofort da, der ist arbeitslos gerade, den nehmen wir jetzt oder der fällt hinten irgendwo runter. Ja. Weil bei vielen Vereinen, die dann wahrscheinlich auch zu teuer wären, ehrlich gesagt. Ja, gerade so, das, ja, das ist schwierig für so ein Backup. Ach. Ja, wie du schon sagst, eigentlich ist halt wirklich so die Idee mit so einem vereinslosen Spieler, der die Liga kennt, den du relativ einfach integrieren kannst, der auch damit zufrieden ist, dass er halt eben nicht Startelf spielt, sondern halt eben dann den Zusatzeinsatz da irgendwie bekommt. Aber da ist halt auch der Markt gerade so an verlässlichen Spielern jetzt halt auch nicht so groß. Sonst kannst du auch mit den Spielen, die du halt hast. Ja, das ist halt genau der Punkt. Also es ist schon schwierig. Du merkst, es ist angespannt. Ich denke, da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren. Wir dürfen nicht vernachlässigen, heute ist gerade der 1.8. Genau, habe ich auch gesehen. Kann schon gut sein, dass wir den einen oder anderen, ja, also schon, also nicht totalen Stamm-Innenverteidiger, aber schon einen Innenverteidiger bekommen könnten, der schon ein gewisses Gefühl für diese Stammposition hat in der Bundesliga. Beispielsweise, wer aktuell ja auch keine großartige Rolle spielt, jetzt bei Leverkusen, ist der Ramalho. Der ist jetzt auch kein so schlechter Fußballer, ja. Und ich glaube, der kam jetzt zuletzt wieder von Mainz. Da hatte, weiß nicht, wie das da so funktioniert hat, aber Ramalho ist eigentlich kein schlechter Kicker. Und bei der Innenverteidigung, wenn ich mir halt angucke, dass Leverkusen mit Dragovic, mit Sven Bender jetzt und Tim Jedwai und wenn dann Jonathan Tah wieder fit ist, also wenn die alle fit sind, wird es da eng. Vielleicht könnte das, wenn die halt bis zur Saisonstart wieder fit sind, das weiß ich nicht, könnte da dann noch kurzfristig irgendwie einer abspringen, ne? Also beziehungsweise halt Ramalho. Also das ist ein Spieler, der hat schon gewisse Qualitäten. Also so Sachen, aber die bekommst du halt auch erst nur kurz vor Ende des Transferfensters, ja. Aber das ist, glaube ich, genau das, worauf wir spekulieren können. Ja. Aber da läuft die Bundesliga dann auch schon. Also das ist ja das Problem. Genau. Ja. Aber ansonsten ist es momentan einfach schwierig. Ich glaube nicht, dass wir halt aus der Bundesliga, ehrlich gesagt, einen bekommen. Ich glaube, das wird wieder einer laufen. Also es wird immer wieder eine Barbon-Kiste. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht wieder so eine Nummer wird wie der gute Michael Hector. Also das ist von so absoluten Top-Clubs die dritte Garde ist oder so. Also ich meine, Michael Hector ist ja jetzt hier, glaube ich, zu Hull FC gewechselt, ne, in die zweite englische Liga. Da weißt du halt auch, wo der Weg hinführt, ohne das negativ zu meinen. Wir haben uns ja gleich gesagt, in der Bundesliga wird es schwierig, aber da gibt es zum Beispiel noch andere Leute, wie zum Beispiel den Kenneth Omeru. Das ist auch ein Spieler, der war letztes Jahr in der Türkei, aber da hat nicht ganz so verkehrt gespielt. Das sind halt alles Leute, die könnte man bekommen, aber das sind alles Wundertüten. Hilft der uns auch sofort weiter, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Spieler, wenn der jetzt auch wieder, man sagt ja immer so schön, die Leute brauchen ein halbes Jahr Eingewöhnung, um in der Bundesliga Fuß zu fassen, dazu noch neuer Verein und so weiter. Also ist ja so ein bisschen die Frage, ist das dann wirklich auch sinnvoll, so einen Transfer noch zu tätigen? Ich weiß jetzt nicht, wie lange Salcedo noch ausfallen soll. Er ist ja wieder im Lauftraining und sowas, glaube ich, ne? Also kann sich ja eigentlich nur um, na, ich sag mal, 4-5 Wochen handeln. Also klar, Marvin, also ich bin auch bei dir, wenn es natürlich wieder so ein, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Michael Hector sonderlich teuer war damals und ja, dementsprechend vielleicht, klar, kann man es damit probieren, ob du aber natürlich an der Position dann wirklich was rütteln solltest. Ich habe ein bisschen mehr ein Problem damit vorne vom System her. Ich bin auch voll bei dir, Basti, mit diesem schönen System ohne Außen. Du kannst aber das wahrscheinlich 3-4 Spiele durchziehen und dann wirst du dich auch wieder anpassen müssen, weil ja auch der Gegner, du musst ja ein bisschen variabel sein, du musst ein paar Systeme haben eigentlich, die du abspielen kannst und wenn du die in der Kaderplanung jetzt schon den Fehler machst und besetzt vakante, wichtige Positionen nicht, wie ein linker Flügelspieler, nicht gut, dann haben wir doch das Problem, kannst du die ganze Saison eigentlich nie dieses System, sag ich jetzt mal,
beruhigt oder von Anfang an mal spielen lassen, weil du immer denkst, na, das sind immer Spieler, klar, kannst du mal während des Spiels kannst du mal wechseln, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, es sind zwar viele nicht für die Startelf, aber für ein paar Minuten Einsatz okay. Ich denke aber, da musst du trotzdem zumindest einen Spieler leihen oder versuchen, irgendwie was noch zu bekommen, damit du diese Vakanz, sonst hast du einfach, dieses System fällt ja eigentlich sonst komplett weg, zumindest als wirkliche Alternative von der Startelf vorne weg, wo auch eine Mannschaft denkt, okay, ich analysiere jetzt mal die Eintracht, ach, die spielt jedes Wochenende, die kann nichts anderes spielen, und dann ist es tatsächlich so, weil du einfach dich so auf ein System einschießt. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen variabel sind, und das sind wir eigentlich nur, wenn die Kaderplanung jetzt im Sommer schon so ist, dass zumindest Potenzial da ist, da zu wechseln. Und ja, da habe ich ein bisschen Magenschmerzen. Das sehe ich prinzipiell auch so, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns, ja gut, wir entscheiden das eh nicht, aber dass wir uns theoretisch zwischen Innenverteidiger und Außenstürmer entscheiden müssen. Und da würde ich trotzdem denken, dass die Innenverteidigung die Priorität hat. Natürlich würde ich auch sagen, dass wir eigentlich beides brauchen und vielleicht noch drei Spieler so verleihen sollten. Weil ich sehe uns mittlerweile, ich hatte so ein bisschen Schiss, aber auf der zentralen Mittelfeldposition, sowohl was die 6 als auch die 8 betrifft und die 10, sehe ich uns einfach eigentlich gut aufgestellt. Wir haben viele Spieler, die zentral spielen können. Du kannst auch mal einen De Guzman zurückziehen auf die 6, wenn er neben einem defensiveren spielt. Da sehe ich uns einigermaßen gut aufgehört. Links außen sehe ich gar keinen. Rechts außen könnte Gacinovic spielen, das wäre seine Position. Aber wie du sagst, um wirklich flexibel zu sein und ernsthaft dieses Flügelsystem zu spielen, bräuchte man tatsächlich noch einen. Aber jetzt von meinem Gefühl her befürchte ich, dass die Eintracht nur noch einen, ja, was heißt Kracher nicht, aber einen ernstzunehmenden Spieler holen kann. Das wird dann wahrscheinlich der Innenverteidiger sein, weil der, glaube ich, für das Gesamtgebilde noch wichtiger ist, weil die Verantwortlichen, glaube ich, dann auch denken, dass Spieler wie De Guzman und Kamada theoretisch links außen spielen könnten. Okay. Du hast halt auch, also ich will mal sagen, du hast einen kleinen Vorteil dir dadurch erarbeitet, auch wenn es jetzt irgendwie merkwürdig klingt, aber du hast einen kleinen Vorteil dir dadurch erarbeitet, dass du schon 2 Granaten geholt hast. Also die letzten Verpflichtungen der Eintracht, sag ich mal, also das waren schon andere Größenordnungen. Dass du einen Jethro Williams bekommst, ist egal, was er jetzt am Ende dieser Saison leistet oder bis zum Ende der Saison, war ein Ausrufezeichen und war etwas, wovon man nicht unbedingt hätte ausgehen können. Da waren andere Vereine dran und der hat ein anderes Niveau normalerweise, und die Eintracht hat ihn bekommen, genauso mit Sebastian Allais oder Ole, wie auch immer den man ausspricht, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind beides Leute, die eigentlich über dem Radar der Eintracht gefahren sind. Die Eintracht hat sie bekommen. Das ist ein Ausrufezeichen, und mit diesen beiden kann man natürlich dann schon auch herausieren gehen, so wie haben wir beiden bekommen, wir wollen uns hier was vornehmen, wir wollen nicht nur am Tabellenende rumkrebsen. Vielleicht ist das auch nochmal so eine kleine Möglichkeit zu zeigen, ja Leute, wenn ihr Bock habt, kommt zu uns, wir sind schon willens, uns dementsprechend zu verstärken. Ja, und dann sind halt dann aber auch so Leute wie Gelson Fernandes, den man dann darf man auch nicht vernachlässigen, der hat ja schon immerhin viel Erfahrung und kennt sich aus und hat auch schon Profifußball sehr hochklassig gespielt. Also insofern ist das Konstrukt vielleicht besser, als wir das am Anfang der Saison irgendwie gedacht hätten. Oder am Anfang der zweiten Saison, ja, des Jahres 2017, um es mal so zu sagen. Ja, ich bin da mittlerweile auch ein bisschen positiver, als wir letztes Mal hier zusammengekommen sind. Weil da hatten wir noch das Gefühl, die Eintracht verfolgt so keinen wirklichen Plan und es ist so ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber mittlerweile hat sich so ein bisschen gelegt. Man hat sich selber Gedanken gemacht, wie das irgendwie zusammenpassen könnte. Und da sehe ich es eigentlich auch so, dass die Eintracht, ja, und wir werden mit Sicherheit am 5.8. auch über Saisonprognosen sprechen. Aber ich kann jetzt schon mal einen kleinen Cliffhanger geben. Die wird ähnlich ausfallen wie diese eine Videosendung, die der Marvin nicht aus der Zentrale gemacht hat. Also, ist, wie gesagt, ich kann es schwer einschätzen gerade. Und ja, um das jetzt irgendwie mal eine Schleife um diese Sache hier zu machen, ich würde gerne noch ein Thema mit euch besprechen, falls ihr damit einverstanden seid. Ja, klar. Ich habe ehrlich gesagt bei diesem Ganzen, was wir uns jetzt hier so ausmalen, Schiss. Ich muss sagen, ich kotze mittlerweile jeden Tag einmal, weil du das Gefühl hast, bei Eintracht verletzt sich jeden Tag irgendein Spieler. Es ist auch momentan so, dass sich jeden Tag einer verletzt. Manchmal ist es weniger schlimm, manchmal ist es schlimm. Das hat angefangen Fabian, aber im Confed Cup diese schreckliche Szene da, wo er auf dem Boden lag, Salcedo hat sich dort verletzt, Meier ist krank. Ich will gar keinen beschuldigen, dieses Thema ist irgendwie schon jahrzehntelang bei der Eintracht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich so eine resignative Stimmung,
weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir eine Aufstellung bei der Eintracht überlege, denke ich mittlerweile, die werden niemals so zusammenspielen, weil ich warte nur drauf, bis sich im Pokal noch einer verletzt und dann verletzt sich Allee wahrscheinlich noch ins Innenband und dann kommt, also, und dann spielt dann doch wieder Blum und das, also das Einzige, ich bin momentan in so einer Zwickmühle zwischen, okay, ich habe so Bock, dass es wieder losgeht. Ich habe auch irgendwie Bock auf den 5.8., dass wir da irgendwie einen coolen Abend mit allen haben und eine coole Sendung. Dann danach fahre ich zum Pokalspiel, wo ich heute gehört habe, 5.000 sind. Also so ein bisschen diese Euphorie ist wieder da. Auch was die Spieler betrifft, weil ich auf viele Spieler gespannt bin. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich freue mich zum Beispiel für Allee, weil ich denke, es ist ein Spieler, der mal hier was reißen könnte. De Guzman finde ich einen geilen Spieler. Willems ist irgendwie ein Spieler, auf den ich gespannt bin. Das hatte ich ganz, ganz selten bei der Eintracht in den letzten Jahren. Da waren immer Spieler dabei, wo du denkst, mal gucken. Jetzt habe ich da das Gefühl, und auch Fabian und Gacinovic, den traue ich auch noch einen Schritt zu. Ja. Aber was mich momentan echt bremst, ist, dass ich das Gefühl habe, wir werden eh nie so zusammenspielen und ich habe das Gefühl, es fängt jetzt schon an, das, was eigentlich bei uns Ende der Vorrunde letztes Jahr und Anfang der Rückrunde dann kam. Ich habe das Gefühl, das fängt ehrlich gesagt jetzt schon an und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss davor, weil ich habe irgendwie Schiss, dass sich noch zwei wichtige Spieler verletzen und dann kannst du gefühlt für mich fast den Saisonstart in die Tonne kloppen, weil das dann wieder so ein fragiles Gebilde ist und ich weiß nicht, ob ich es da übertreibe und irgendwie so ein bisschen paranoid bin, aber irgendwie nervt es mich gerade richtig krass im Moment. Ja, also das ist natürlich ganz klar. Ich stimme dir da vollkommen zu, denn das theoretische Konstrukt der Eintracht ist in Vollbesetzung ordentlich. Also das fängt mit heute an, das fängt mit Salcedo und dem guten Abraham in der Innenverteidigung geht es weiter und auf den rechts, auf links, außen hast du, wie gesagt, links dann Jethro Williams, rechts würde ich mir eigentlich, wenn alles optimal läuft, dann vielleicht schon Da Costa wünschen, aber das müssen wir dann sehen, vielleicht wird es ja dann doch wieder Chandler. Ja, also da hört sich alles gut an, wenn Mascarell fit ist, dann ist da ordentlich was dabei. Du hast Hasebe, Gelson Fernandes, das sind alle Spieler, die können Fußball spielen. Und dann weiter vorne hast du, wenn er mal fit ist, Marc Stendera, dann hast du De Guzman und dann hast du Gacinovic und Fabian und dann hast du dir jemanden wie Alex Meyer, der noch irgendwo, auch über den wir jetzt hier gar nicht sprechen, Sebastian Allee und du hast Luka Jovic, der aktuell momentan eine richtig gute Partie, also richtig gut abliefert oder abliefern zu scheint, ja. Also es wird ja oft gelobt. Das heißt, du hast eigentlich richtig viele gute Leute. Aber das Problem ist halt, einen nach dem anderen fällt halt immer wieder weg. Und ich weiß nicht, woran es hängt. Also ich habe eben schon mal leicht angesprochen, dass die Belastung im Training schon sehr hoch ist. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch so sein muss, ja, und ob die ganzen Ausfälle vielleicht nur so leichte Ausfälle sind. Aber momentan haben wir, sag ich mal, zumindest, um es mal positiv zu umschreiben, nicht das Glück gepachtet. Ja, und das ist genau das. Es war einfach auch nur ein Gefühl, wollte ich ausdrücken, weil ich auch keinen Plan habe, woran es liegt, noch gar keinen Bock habe, es zu analysieren gerade. Aber es ist irgendwie, das ist halt nervig, weil man sich manchmal denkt, boah, wenn diese erste Elf da stehen würde, dann wäre das eine geile Mannschaft. Und wenn die einfach, die sollen doch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es heutzutage fast viel verlangt, sich zu wünschen, dass so eine Mannschaft einfach mal 5 Spiele zusammenspielt. Weil du das Gefühl hast, es geht gar nicht. Wir spielen dann wahrscheinlich spielt dann irgendwann wieder Chandler in der Innenverteidigung und dann, was weiß ich, wie gesagt, ich schon gesagt habe, dann spielt Blum wieder von Anfang an, weil der und das ist kein sein, dass ich da so ein bisschen schwarz male, aber so die letzte Saison hat mich echt geprägt, weil ich auch noch so ein bisschen diesen Ärger in mir trage, zu denken, wenn diese Verletzten-Misere letzte Saison nicht so gewesen wäre, wären wir jetzt gerade dabei zu buchen, wo wir hinfliegen oder mit dem Bus nach, keine Ahnung, fahren und Europapokal uns anschauen, aber hätte Fahrradkette, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es diese Saison wieder so sein könnte. Und du hast ja auch das Gefühl, Stendera ist auch zum Beispiel, du hast das Gefühl, der wird irgendwann sagt, nee, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Also der verletzt sich gefühlt alle 2 Wochen, immer was Neues. Und dann ist bei der 6. Woche ist dann wieder was Schweres dabei, wo er weiß, okay, das ist wieder 3 Monate weg. Also das ist leider extrem. Also Stendera scheint ein Dauerpatient zu sein und ich weiß nicht, inwiefern das bei der Eintracht noch weitergeht, weil du liest, je länger das Training geht und je länger die Trainingslager gehen, desto öfter verletzt er sich. Also da kannst du schon die Uhr danach stellen. Ich glaube, wenn es irgendwelche Wettbüros geben würde, die auch Verletzungen wetten würden, die würden das gar nicht mit Chandler annehmen. Du müsstest wahrscheinlich Geld zahlen, damit du auf Chandler wetten darfst, weil das so häufig passiert.
Das ist schon krass. Also, das ist eine andere Hausnummer. Stendera, oder? Stendera meinst du? Stendera, was habe ich gesagt? Stendera. Aber alles gut. Ich habe gerade was mit Chandler gelesen. Ich meinte aber Stendera, ganz klar. Okay. Ja. Gut. Ja, weil du merkst es ja auch bei uns, wenn wir jetzt hier gerade drüber reden, über ihn redet auch keiner, weil du es gefühlt hast, den kann ich eh nicht einplanen. Nee. Das ist wie der Kumpel, den du samstags einladen willst, aber wo du eh weißt, der stürzt freitags eh schon ab. Also den lädst du dann irgendwann gar nicht mehr ein. Das ist so, du würdest gerne, aber denkst, nee, komm. Weil er ist eigentlich prädestiniert für diese Position, die wir uns so ausgemalt haben, die Gacinovic und de Guzman spielen sollen, diese Achterposition. Weil er dann irgendwie trotzdem ein bisschen mehr Bezug zur Offensive hätte, ein bisschen zentraler, der müsste nicht der Allerschnellste sein. Und hat ja auch teilweise trotzdem auch einen guten Abschluss. Hm. Aber irgendwie, ich sehe es gar nicht. Ich sehe keine Aufstellung, die ich mir irgendwie vom geistigen Auge ausmale, wo er eine zentrale Rolle spielt. Weil Problem ist halt brutal wichtig, dass er halt auch Spielzeit benötigt. Er ist ja mehr als andere jemand, der sich erst wieder in die Bundesliga-Saison reinfinden muss. Und das ist halt genau das Problem. Das funktioniert ja doch gar nicht so. Denn er ist einfach so oft nicht präsent aufgrund seiner Verletzung. Du weißt jetzt schon, dass die Saison im Endeffekt für ihn, also keine Ahnung, wenn es jetzt nicht eine Wunderheilung gibt und er jetzt wirklich fit ist und richtig fit. Und ja, es wird ja gesagt, er hat schon Kilos verloren wahrscheinlich, was auch gut ist für ihn, was vielleicht nochmal eine andere Schnelligkeit herstellt, was vielleicht aber auch weniger die Gelenke belastet. Das ist schon vielleicht ganz gut, ja. Aber ich sehe ihn momentan halt nicht in der Startformation. Da laufen ihm andere den Rang ab. Da läuft ihm auch ein Fabian und selbst ein Kamada, der sehr, sehr viel Einsatzzeit aktuell bekommt, läuft ihm da, glaube ich, den Rang ab. Ja. Also sehe ich genauso. Und wie der Marvin sagt, bis der dann drin ist, ist die Saison auch fast schon wieder rum. Dann verletzt er sich noch einmal und das war's. Dann hat er wieder 7 Spiele gemacht und dann wird auch nicht jünger. Nee, das definitiv nicht. Also er hatte in der letzten Saison gerade mal 130 Minuten tatsächliche Spielzeit. Die war am Ende hin und das ist halt, also wenn du jetzt mal die Vorbereitung rausnimmst, wo du ja sowieso nicht so viel effektive Spielzeit hast, ist das halt eigentlich nichts. Ja, also da fehlt massiv was, um da jetzt irgendwie wieder ranzukommen. Naja, vielleicht überrascht er uns alle. Vielleicht, ja. Wäre ja auch mal was. Also ich glaube, das ist halt wirklich, wie du sagst, man rechnet nicht mit ihm. Es würde ihn einen wahrscheinlich jetzt eben mehr überraschen, wenn er jetzt tatsächlich mal fit wäre, aber dass er verletzt ist, ist jetzt quasi so im Kopf eigentlich schon so ein, ist ja immer so Zustand. Ja, ist halt auch besser, wenn wir einfach nichts erwarten, dann können wir auch nicht enttäuscht von ihm werden, weil er eigentlich trotzdem ein Spieler war, den ich immer so gesehen habe, dass er eine Stütze für die Zukunft ist, dass er ein Spieler ist, der entweder ein wichtiges Mosaiksteinchen in unserem System immer sein wird oder den man wirklich mal dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es gab immer diese Gerüchte, ob er nach Leipzig geht, den man dann wirklich mal für einen zweistelligen Millionenbetrag dann verkaufen kann, aber davon habe ich mich eigentlich verabschiedet. Ja, ich mich auch. Genau, aber ansonsten haben wir momentan so ein paar Verletzte und das ist jetzt, bleibt zu hoffen, dass wenn jetzt so diese Belastungsgrenze erreicht wurde und man das jetzt wieder so ein Stück weit auch einfach runterfährt, ob das Thema damit dann auch so ein Stück weit dann jetzt nicht mehr wird und vielleicht der eine oder andere, der sich jetzt gerade eben kurzfristig oder nicht langfristig verletzt hat, ist, glaube ich, das Richtige, dann jetzt auch recht schnell wieder in so eine Regenerations- und Mannschaftsgefüge dann reinkommt, dass wir dann da auch ein bisschen mehr Auswahl haben für den Start. Wie seht ihr denn eigentlich, weil er ist auch eigentlich ziemlich schnell wieder ein bisschen aus dem Fokus geraten, wenn wir auch nämlich darüber sprechen, wir haben ja gar keinen Außenspieler, wird ganz wenig über Barkok geredet, ehrlich gesagt gerade. Auch so von allen. Also, dass man denkt, okay, vielleicht schafft der den Durchbruch. Weil ich das Gefühl habe, und ich habe das Gefühl selber, dass der so ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat und mit merkwürdigen Typen rumhängt und irgendwie mit sich selber hadert und er so ein Spieler ist, wo du denkst, okay, der hat alle Anlagen, aber es könnte auch ein Spieler sein, an den wir dann irgendwann gar nicht mehr denken und der wahrscheinlich mit Patrick Falk irgendwann eine Fußballschule zusammen aufmacht. Ich weiß es nicht. Ja, mit wem hängt er denn rum? Also was oder was meinst du zumindest? Ich sehe bei Social Media, dass er mit Farid Bang, mit irgendwelchen MMA-Fightern und so ein Kram und so sich in diesen Kreisen bewegt. Das ist so. Ja, das ist sogar noch der moderatere Kreis. Ich habe auch schon ganz andere Dinge gesehen, die in eine sehr bedenkliche Richtung gehen, wo ich mir dann halt auch denke. Es gibt auch diese Rockerkreise und dieses alles, also so, keine Ahnung.
Ja. Also das ist halt alles, finde ich auch alles suboptimal. Ich betrachte das auch schon länger. Und Barkok, als das Gerücht mit Arsenal kam, habe ich mich eigentlich gefreut, dass er vielleicht, egal für welchen Betrag, eigentlich einen Verein wechselt. Ja, allein für seine Karriere, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn momentan sehe ich das auch nicht. Ich fand, er hat ein akzeptables Spiel mit der Nationalmannschaft gemacht, also mit der U-Nationalmannschaft. Also hat auch da, glaube ich, ein Tor geschossen. Danach war aber dann auch nichts mehr. Ja, so reicht es halt alles nicht. Ich habe das Gefühl, er geht überhaupt nicht an seine Grenzen. Und so kannst du halt auch in der Bundesliga nicht bestehen. Und da gibt es genau die Gefahr, die Basti eben schon angesprochen hat. Am Ende bist du nach dieser Saison auch dann komplett weg und dann interessiert sich halt auch keiner mehr dafür. Dann tingelst du vielleicht mal dahin. Dann war es auch mit den U-Nationalmannschaften. Du musst die Chancen, die du hast, beim Schopfe packen. Und in der Hinserie und auch in der Rückserie wurde er komplett durchgeschleppt. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Der Typ wurde über weite Strecken hier, obwohl er echt schlimme Spiele gemacht hat, einfach durchgeschleppt. Und das ist okay, denn das ist ein Jugendspieler, das musst du machen. Ein junger Spieler braucht auch dieses Vertrauen. Aber gleichzeitig muss er das dann im Vorlauf zur nächsten auch wieder zurückzahlen. Hm. Und das fehlt aktuell. Ich finde aber, dass in Barkok zum Beispiel, wenn jetzt wirklich die Saison gut laufen sollte und gut anläuft, das ist ein typischer Spieler, der, ich sag mal, ein Schönwetterfußballer ist der falsche Ausdruck vielleicht, aber wenn die Mannschaft funktioniert, du schwimmst auf einer Welle mit, dann ist der Barkok meiner Meinung nach ein guter Spieler. Letzte Saison, Marvin, du hast es gut angesprochen, eigentlich ist er immer dann in Spielen gekommen, wo wir gesagt haben, okay, du verbrennst ja hier eigentlich den Barkok mit, weil die ganze Mannschaft ist eigentlich nicht in der Lage, da jetzt noch groß was zu reißen, Spieler waren teilweise wirklich auch einfach, konnten irgendwie nicht mehr an ihre 100% gehen. Da hat sich Barkok mit anstecken lassen, was vielleicht auch in dem Alter dann normal ist und ohne diese Erfahrung. Er ist natürlich jetzt keiner, der gesagt hat, hier komm, interessiert mich nicht, was ihr spielt, ich mache jetzt hier meine 120%. Ist aber vielleicht gar nicht notwendig, wenn du erstmal ein gescheites Mannschaftsgefühl bekommst. Es läuft einigermaßen, dann kann er uns weiterhelfen. Ist aber für mich auch definitiv keiner, der die ersten Spiele in die Startelf gehört, sondern eher dann, wenn es wirklich funktioniert, uns da auch helfen kann an der einen oder anderen Stelle und dann auch immer mal für ein Tor gut ist. Es ist ein definitiv technisch starker Spieler, aber da muss alles stimmen. Und das ist so ein bisschen das, was mir Magenschmerzen macht, weil wenn die anderen Spieler nicht zünden, dann denke ich, können wir mit Barkok auch das Schiff nicht mehr retten. Da gehen wir trotzdem unter. Also ein bisschen schwierig. Ja, ich will auch gar nicht so sehr auf ihn einprügeln, weil der Dennis hat es gesagt. Ich glaube, muss man auch differenzieren. Fußballerisch kann man das auch von ihm nicht erwarten, dass er quasi in einer Mannschaft, die dann in der Rückrunde so ein bisschen abkackt, dass er dann irgendwie so ein Leuchtturm ist. Also das ist, so ein junger Spieler hat, ich glaube, das ist aber bei fast allen jungen Spielern so. Also da muss schon ein Ausnahmetalent sein, wenn du da dir unabhängig von der Mannschaftsleistung irgendwie einen Namen machst, sondern du schwimmst immer mit. Also du brauchst als junger Spieler immer Glück, dass du in eine funktionierende Mannschaft kommst. Das hatte er. Und hat er auch schon gezeigt, was er wirklich kann. Also wenn du das Gefühl hast, aber ich hatte trotzdem damals schon, als es so gut bei ihm lief, es gab ja diese zwei Szenen, die dann auch bei YouTube drin war, wo der irgendwie zwei Spieler richtig genascht hat und ins Kino geschickt hat. Da habe ich mir auch gedacht, das ist geil, ich habe das auch krass gefeiert. Aber das ist, glaube ich, das, was ihm jetzt um die Ohren fliegt, weil Kovac ja auch in der Zeitung irgendwie im Interview gesagt hat, dass es im Training halt so ist und momentan klappen diese Tricks halt nicht und er rennt sich fest und das ist, ja, diese Tricks sind schön und gut, aber darauf kommt es ja nicht an. Du musst eigentlich, wenn du siehst zum Beispiel wie ein Junger, ich weiß nicht, ich sage immer Julian Weigel zum Beispiel. Julian Weigel ist ja nicht dadurch aufgefallen, dass er irgendwie einen ganz harten Schuss hat, die Dinger in den Winkel geballert hat, irgendwie krasse Steilpässe gespielt hat, sondern er ist dadurch aufgefallen, dass er eine unfassbar hohe Passquote hatte, dass er immer das Richtige gemacht hat, viele richtige Entscheidungen getroffen hat, sehr, sehr ballsicher war, sehr, sehr taktisch geschult. Und ich glaube, das ist als junger Spieler, am Anfang reicht das auch. Also, dass du denkst, okay, du kriegst die Sicherheit. Und das hatte er gar nicht. Das hat er auch in den Spielen, wo er mich auch genervt hat, ehrlich gesagt. Diese fahrlässigen Ballverluste, die so ein fragiles Gebilde wie die Eintracht in der Rückrunde war, dann auch zum Einstürzen bringen kann, das nervt einen. Da ist nicht immer was passiert, aber es gab ein paar Szenen, die ich im Kopf hatte. Und ich hoffe, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil an dem Fall Rebic habe ich es gesehen bei Kovac. Kovac sieht sich, glaube ich, momentan nicht in der Lage, sich zu krass um Einzelne zu kümmern. Also ich glaube, Kovac ist jemand, der sagt, okay Leute, wir sind ein Team. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Ihr müsst alle mitarbeiten, dass das hier funktioniert. Und ich glaube, dass er keiner ist, der dann irgendwie den Gute-Laune-Onkel spielt und jedem irgendwie nochmal eine Sonderbehandlung gibt. Ich glaube, das hat man am Fall Rebic gesehen, weil er gesagt hat, hier, ich kann mich nicht
ausreichend genug um den kümmern. Und ich befürchte, das ist nur meine Befürchtung, das fußt auf nicht so vielen Indizien. Ich glaube, das wird Barkok bei uns zum Verhängnis, weil diese Eigeninitiative sehe ich bei ihm dann eventuell nicht. Das kann alles ungerechtfertigt und unfair sein, was ich alles sage, aber sehe ich bei ihm nicht, weil ich sehe ihn dann eher als einen Spieler, der dann vielleicht anfängt, frustriert zu werden, wenn seine Tricks nicht klappen und ja, der Trainer mag mich nicht und ich das Spiel nicht und dann hadert er mit sich selber, hadert mit seinem Dings und ich habe irgendwie echt Angst, weil es schade ist, aber ich glaube, Barkok wird es bei uns nicht schaffen wahrscheinlich. Schauen wir mal. Genau. Also, ja, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, um die These jetzt zu unterstützen. Ich finde, da ist viel, kann ich viel nachvollziehen von dem, was du da sagst. Aber am Ende wird sich dann halt jetzt auch so ein bisschen zeigen. Ich meine, der Kader ist halt jetzt auch gerade recht groß. Da muss halt auch irgendwie dich da jetzt irgendwie erstmal durchsetzen. Ja, aber schaffen ja teilweise Spieler. Und das war, ja, was ich jetzt habe ich noch vergessen. Besuschkow ist ja zum Beispiel einer, bei dem wir vielleicht nochmal kurz reden sollten. Der ja von vielen Seiten gelobt wird gerade. Und das ist ja sowas, wo du denkst, ja, das ist, glaube ich, dann die Einstellung, die du haben kannst, weil Besuschkow ähnlich wie Barkok auch so ein bisschen abgeschmiert ist, hat irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt und hat sich jetzt scheinbar, also hat auf jeden Fall Kovac beeindruckt und ist einer, glaube ich, der Geheimtipps für die nächste Saison mit Jovic zusammen gerade. Ja, die auch wirklich regelmäßig spielen. Also ich meine, wie gesagt, das sind alles nur Testspiele und das hat jetzt einen zweitrangigen Wert. Da hat auch Zimmermann gespielt. Also darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ja, er hat sich zumindest so ein bisschen in Fokus gespielt mit ordentlichen Partien, was man so gehört und teilweise auch gesehen hat. Und ich finde, das kann so weitergehen. Aber darum geht es ja. Es geht nicht darum, also für Jugendspieler, dass die jetzt 5 Tore machen und dass du denkst, meine Güte, es ist alles geil, sondern dass der Einsatz einfach da ist. Und du hast bei Jovic gesehen und bei Besuschkow, da ist es da. Bei Barkok sind wir, glaube ich, noch ein bisschen skeptisch alle. Ja, ja, das, da muss man halt auch mal gucken. Also ich würde jetzt halt auch schon die These aufstellen, dass wenn du ihn in der ersten Hälfte nicht wirklich mal siehst, oder auch der regelmäßig irgendwie auf der Ersatzbank dann irgendwie Platz nimmt, dann wird da keine Rolle spielen. Tja, es ist halt schwierig. Ja. Ich meine, er bekommt jetzt bei den Testspielen, hat er seine Einsatzzeit bekommen. Die Frage ist halt, planst du mit ihm oder planst du mit ihm nicht? Die Eintracht würde, also ein Top-Club würde sagen, das ist ein guter Junge und wir verleihen den mal. Das Problem ist, die Eintracht hat eine zu enge Personaldecke, eine zu dünne Personaldecke. Deswegen wird es nicht passieren. Ne? Ja, eine dünne Personaldecke halt in Hinsicht auf Spieler, mit denen du halt auch was anfangen kannst. Potenzial, ja. Wir sind, ja, glaube ich, 35 Spieler momentan. Ne? Genau, also da sind aber halt auch relativ viele Spieler mit dabei, die du jetzt irgendwie aus der Jugend irgendwie hochgezogen hast, denen du jetzt irgendwie einen Vertrag gegeben hast oder die halt einfach, ich sag mal so, Altlasten sind, die du irgendwie aus welchem Grund auch immer da mitschleppst. Und auch der ein oder andere jetzt noch verletzt ist, dem halt einfach Spielpraxis fehlt. Also das heißt, du hast halt zwar einen großen Kader, aber du hast halt wenig, auf das du direkt irgendwie zurückgreifen kannst. Und unter der Prämisse würdest du ihn halt jetzt dann auch nur sehr widerwillig wahrscheinlich einfach auch da abgeben. Ja. Wen seht ihr, heute stelle ich viele Fragen, sorry, wen seht ihr noch auf der Abgangsliste eigentlich? Weil ich finde, dass die Eintracht müsste den Kader eigentlich noch ein bisschen reduzieren, glaube ich. Ja, ich sehe Chandler ganz vorne dran. Chandler, echt? Chandler? Ja. Würde ich ihn überhaupt nicht machen. Würde ich auch gar nicht. Hast du auch gar keinen Ersatz dann. Ja, voll Harakiri-Move. Ja, also, ja und nein. Ich glaube trotzdem, dass er so auf den ersten 5 Plätzen steht. Von den Leuten. Ich hätte gesagt, Rehgesel ist da auf jeden Fall auf der Position, genau. Eher, der uns verlässt auf der Rechtsverteidigerposition und auch, haben wir ja gerade schon drüber geredet, eigentlich hätte ich gedacht, dass Barkok uns auch noch verlässt, ja. Aber da wurde ja jetzt auch nichts mehr konkret. Da war mal, wie ihr gesagt habt, irgendwie zumindest ein loses Angebot aus England, hat man aber auch nie mehr was von gehört. Ne? Ja. Nee. Ja, also es ist reines Bauchgefühl. Ich würde aber von eben jenem Bauchgefühl her sagen, dass du auf so einer Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeldposition, je nachdem, ob du halt mit Dreier-, Vierer-, Fünferkette spielst, erste Besetzung Da Costa ist, Backup ist Rehgesel und dementsprechend wäre meine Vermutung, dass du einen Chandler abgibst. Ist wirklich rein im Bauchgefühl, kann ich 100% mit richtig oder 100% mit falsch liegen und alles dazwischen, aber das ist so.
der Name, der mir als erstes dazu einfallen würde. Also könnte halt aktuell ganz gut Geld bringen. Das ist nämlich genau das Einzige, warum ich das ein bisschen unterstützen würde, wäre das, wo ich sagen würde, was ich schon mal gesagt habe, dass man ihn eigentlich an seinem Peak verkaufen muss. Dass man sagt, Chandler spielt über seine Möglichkeiten, deswegen verkaufen wir ihn jetzt über Marktwert, sage ich mal, weil ich nicht glaube, dass er es die nächsten Jahre durchhält. Da würde ich mich dann aber leider nicht auf Da Costa alleine verlassen wollen und den Esel zähle ich eigentlich fast gar nicht mehr zu unseren Spielern. Also müsstest du da auch einen ähnlichen Move machen, wie du es bei Chipka gemacht hast und eigentlich tauschen, zu sagen, okay, du kriegst für Chandler, keine Ahnung, vielleicht zahlt der Aalbaum endlich mal diese 6 Millionen und du holst einen für 6. Was dir aber halt auch nichts bringt, weil eigentlich müsstest du nicht nur den Kader verkleinern, sondern du müsstest halt einfach auch nochmal ein bisschen Geld in die Kassen bringen. Ja, aber das ist ja aber genau, deswegen habe ich ja gefragt, weil mir fallen so viele Streichkandidaten ehrlich gesagt gar nicht ein. Tja, das, die Frage ist halt für Rekruter, um den ist es relativ ruhig geworden. Ne? Der wäre bei mir auch relativ weit vorne, wo ich halt auch sagen muss, wenn du halt wirklich, und ich gehe mit deinem System, die Frage hatte ich vorhin noch nicht beantwortet, durchaus mit, dass du halt eher mit so einem zentralen Stoßstürmer und eher mehr übers Mittelfeld gehst. Von der Kategorie da vorne haben wir halt ein paar. Und da wäre halt so Haller, Jovic wären halt so die, die ich so als erstes da irgendwie sehe. Du hast immer noch einen Meier, der vielleicht irgendwann auch mal wieder spielen darf. Also wäre für mich ein Regota derjenige, der halt quasi auch so auf den ersten Plätzen des es war schön mit dir Listchens ist. Ich halte noch zu ihm. Den will ich nicht abgeben. Von ihm erwarte ich mir auch noch was. Ist auch so ein kleiner Geheimtipp, den ich noch irgendwie in der Seite habe. Ja gut, deine Frage war, wen würden wir abgeben? Und ganz ehrlich, wenn es für die beiden eine vernünftige Summe gibt, dann auf Wiedersehen. Ja, würde es bei Regota wahrscheinlich gerade eh nicht geben. Von daher würde ich ihn als Backup behalten. Aber bei Chandler hatte ich ja schon ähnliche Gedanken. Da müsste dann aber Ersatz geholt werden. Ich würde mich eventuell vom Blumen, würde ich mich trennen. Weil, weiß ich nicht, ihm traue ich das irgendwie nicht zu. Aber ansonsten, durch diese Paranoia, die ich habe wegen Verletzungen, würde ich eigentlich gar keinen abgeben. Nee, genau, ich weiß auch gar nicht. Kirche, dass die Eintracht es noch macht, ehrlich gesagt. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Eintracht gibt Leute ab, wenn es wirklich gutes Geld gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Marco Fabian, okay, 10 Millionen auf dem Tisch, dann wird man drüber nachdenken. Mir hat Gacinovic 2 Testspieltore gemacht, 22 Jahre alt, 10 Millionen, okay, den wollen wir haben. Dann wird die Eintracht drüber nachdenken. Ich glaube, die Eintracht denkt nur darüber nach, wenn es finanziell ordentlichen Ersatz gibt. Von sich heraus wird da nichts passieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das fände ich gut auf jeden Fall. Ja, weil die Personaldeck ist nicht so groß. Du hast halt jetzt schon, du hast natürlich schon ein paar Teams, mit denen du im Training spielen kannst. Aber ansonsten, da verletzen sich einfach so viele und da passiert so viel. Die Saison ist nicht nur in der Bundesliga mit 34 Spieltagen extrem krass. Also natürlich normal, das kennen wir. Aber die Belastung in der Bundesliga hat sich in den letzten Jahren erhöht. Die Trainingsintensität unter Kovac ist nochmal neu geworden und nochmal ein anderes Level erreicht. Und dann zusätzlich spielen wir vielleicht noch einen Pokal. Also wir haben in der letzten Saison bitter festgestellt, dass wie es sein kann, wenn wir halt überhaupt keine Ersatzspieler haben. Und guck mal, ich meine, Fakt ist, wir haben immer noch Medojevic da, ja. Und das wäre so für mich Streichkandidat Nummer 1, aber den Vertrag haben sie verlängert. Ich wollte gerade sagen, also dem hast du jetzt gerade eben den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Genau, aber das zeigt doch, dass die nicht Leute abgeben wollen, weißt du? Ich denke es auch. Ich denke, was ihr gesagt habt. Ein Spieler, der auch nicht gehen wird. Weißt du, allein weil er ein deutscher Spieler ist, so, weißt du, darfst du auch nicht vergessen. Wegen dem Quotending. Ja, gut, stimmt. Ja, du hast dann, aber vielleicht Gotha könnte wirklich passieren, wenn er irgendwie noch was anderes findet. Weil ich auch noch ein Spiel auf dem Schirm habe, also in der Vorbereitung. Dadaschow, der von Leipzig, glaube ich, zurückgekommen ist, der muss auch auf sich aufmerksam gemacht haben. Und das sind alles Sachen, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ich mich auch wo ich mich drauf freue, weil es gibt ja auch immer diese Überraschungen, dann denkst du, wow, und hier, keine Ahnung, Besuschkow, vielleicht spielt er sich in die erste Mannschaft, du wirst vielleicht, wenn die ganzen Aufstellungsszenarien, die wir im Kopf durchspielen, da werden vielleicht auch Spieler dabei sein, mit denen wir gar nicht rechnen, vielleicht ist dann auch der Innenverteidiger, den wir haben wollen, ist vielleicht dann Knote, also es kann auch sein, wer weiß das. Soll mir recht sein, ich habe nur genau das... Deswegen habe ich die Frage gestellt, was ihr denkt, wenn ihr einfach mal abgeht, weil ich das Gefühl hatte, wir haben glaube ich 31 Spieler im Kader, wenn ich es richtig informiert bin. Und ich habe dann die Befürchtung zu sagen, okay, Trainer wollen ja dann eigentlich immer eine kleine Trainingsgruppe haben. Und dann, weil ich nämlich genauso ratlos eigentlich war, zu sagen, okay, außer Blumen hätte ich jetzt gar keinen abgegeben. Und das ist genau das, auch gerade vor dieser Verletzungsangst. Und deswegen war ich so ein bisschen im Unklaren darüber, was die Eintracht dann vorhat und wer da überhaupt gehen sollte, weil ich keinen
Außer Regesel natürlich. Ich glaube, der wird gehen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich sehe keinen hundertprozentigen Streichkandidaten, sage ich es mal so. Weil, wie der Marvin es gesagt hat, denjenigen, den ich 100% gestrichen hätte, wenn mit dem schon verlängert wird, dann kannst du eigentlich keinen mehr abgeben sonst. Ja, es sind 32 Spieler, ich habe gerade eben nochmal nachgezählt. Okay. Ja, aber das... Normalerweise, wenn die Spieler wie ein Stendera fit gewesen wäre und Dings, wäre das auch mal eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, ihn verkauft man für gutes Geld, aber so kriegst du ja nichts. Das wäre wär wirklich Geldverbrennung. Genau. Genauso wie beim Meier, dem du ja jetzt auch das Zugeständnis gemacht hast, außerdem Identifikationsverein für Identifikationsfigur für einen Verein und so weiter. Wenn der jetzt fit gewesen wäre, ja, und hättest auch ein schönes Ende jetzt noch machen können. Aber so, erstens, du kriegst kein Geld dafür. Zweitens, ich weiß nicht, wie lange Meier jetzt noch ausfällt mit seiner Borreliose. Also muss man mal gucken. Außerdem ist natürlich sowas, es ist natürlich auch mittlerweile eine Marke, die du natürlich nicht so leichtsinnig jetzt einfach weggeben solltest, wenn du nicht wirklich gut Geld verdienst. Aber man muss auch immer wieder jetzt sagen, wenn du natürlich mal ein gutes Angebot auf den Tisch bekommst für einen von den beiden Spielern, dann sollte man natürlich auch mal sagen, okay, die Position, die Spieler sind so verletzungsanfällig und helfen uns wirklich eigentlich in der Saison überhaupt nicht oder kaum noch weiter, dann musst du auch mal da den Schritt gehen, wenn die mal ein bisschen fit sind, ein bisschen sich ins Schaufenster wieder gespielt haben, dann wirklich mal im Winter vielleicht dann auch zu sagen, hier Leute, machen wir den Deal, was weiß ich. 10 Millionen sind natürlich etwas utopisch, aber wirklich, dass da eben gut mit einem guten Deal da rausgehst, da sind auch, glaube ich, alle zufrieden. Also alle sind happy und die Spieler machen nochmal gutes Geld. Gerade ein Alex Meier, wenn er da nochmal irgendwo ordentlich Handgeld bekommen kann, müsste man auch sagen, wäre ich gar nicht so, dass ich absolut No-Go, das ist ja, manche sagen, ja, der ist unverkäuflich, der soll noch bis 40 spielen, er hilft uns halt leider meistens auch nicht mehr weiter, jetzt haben wir letzte Saison gesehen, ist schwierig, also ist eine schwierige Situation und aktuell sowieso vom Tisch, weil so würde er uns gar nichts an Geld einbringen, denke ich. Ist aber wieder Mannschaftskapitän. Ist wieder Mannschaftskapitän, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Lösung, damit es keinen Stress gibt noch, weil ich glaube... Die Demontage, die ja eh schon so ein bisschen stattgefunden hat, da nochmal so ein bisschen verringern, ja, ihn weiterhin als Identifikationsfigur dahinstellen, aber das war es dann auch schon. Ja, aber trotzdem, ich sehe es wie der Dennis hat schon gut angedeutet, also wenn irgendwas mit Meier da noch passieren sollte, dann wird er wahrscheinlich auch gehen, also wenn es da irgendwelche Angebote gibt, aber ich denke auch da passiert nichts mehr, da sind keine Kontakte geknüpft worden, da hast du zu wenig ehrlich gesagt gehört, also ich glaube, da passiert auch nichts mehr und das heißt, er bleibt und dann machen wir halt so weiter, ne? Ja, er hat sich halt auch, also auch aufgrund seiner Verletzung und der Konkurrenz und dem System und was auch immer, hat er sich halt auch zu wenig präsentiert, halt außer eben mit dem Label Mannschaftskapitän, aber so vom Spielerischen her. Ja, aber halt vielleicht ist es trotzdem ganz gut. Vielleicht ist es trotzdem ganz gut, ihm trotzdem ein Mannschaftsgefüge zu haben, weil nur sich auf junge Leute, wo wir drauf gespannt sind, zu verlassen, ist wahrscheinlich auch nicht. Am Ende entpuppt sich Halle als die größte Gurke, weil er nur irgendwie in Holland gekickt hat und dann stehst du da und dann kannst du ja, dann hast du ihn trotzdem noch, weil er ist trotzdem noch Alex Meier. Also ich wäre trotzdem froh, wenn er in der Rückrunde wieder da wäre, weil wie wir es schon, also wir wissen eigentlich nicht, wie die Stürme einschlagen. Und da wäre es trotzdem schon gut, ihn zu haben, glaube ich, für alle Fälle. Klar, im Zweifelsfall kicken kann er. Das hat er durchaus gezeigt. Er ist auch immer mal für ein Tor irgendwie gut. Er ist halt auch einer der Spieler, den du halt auch ohne große Geschichten irgendwie mal in so ein Ding irgendwie vielleicht für so ein Spiel bringen kannst, der halt auch wenig Ballkontakte irgendwie braucht, was vielleicht dann auch in der einen oder anderen Konstellation ganz hilfreich ist. Also es gibt sowohl gute Gründe, ihn zu behalten, als auch gute Gründe, ihn bei einem adäquaten Angebot irgendwie abzugeben. Ja. Mhm. Vertrag läuft dieses Jahr dann aus, ne? Also 2018 meine ich. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich meine ja, aber... Deshalb wäre das natürlich dann im Winter sozusagen die letzte Chance, nochmal ein bisschen Kohle zu machen. Auch für ihn mit Handgeld, na gut, das ist, wenn der Vertrag aufgelöst ist oder fertig ist, kriegt er natürlich dann auch entsprechend. Ja, aber müsste man natürlich gucken. Aber gut, reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ja. Das wird man hier zuerst hören, mehr oder weniger. Genau. Gut, dann haben wir das Mannschaftskapitän-Thema aus unserer Liste auch schon durch. Hervorragend. Dann fand ich noch ganz spannend, um mal so dieses spielerische Vorbereitungsthema so ein bisschen
abzuhaken. Eine ganz gute Zusammenstellung, die habe ich heute auf Twitter vorbeifliegen sehen, und zwar von unserem lieben Freund, dem vom Übersteiger-Blog. Eine Übersicht der Dauerkartenpreise erste und zweite Liga. Und da ist die Eintracht, wenn man sich so alles zusammenrechnet, um mal so einen Vergleichswert zu haben im Vergleich zwischen Stehplatz, Heim, günstigster Sitzplatz, teuerster Sitzplatz jeweils auf der Gegengerade, ist die Eintracht dann auf Ligaplatz 1, was so Preislichkeiten angeht. Waren, glaube ich, auch Steigerungsraten von, was waren es, knapp 6% irgendwie drin, gerade was so die Dauerkarten für Sitzplätze angeht. Also wir haben da nochmal so ganz gut zugelegt und versuchen da die Kasse über den Weg nochmal ganz ordentlich zu füllen. Ja, ich muss sagen, ich bin in mehrerer Hinsicht eigentlich fast ein bisschen irritiert oder geplättet, könnte man sagen, denn zum einen hatte ich den Stehplatzbereich der Eintracht immer als relativ günstig in Erinnerung. Ja, aber wenn ich mir die anderen so angucke, nö, kann man nicht sagen. Ne? Also die Bayern sind hier richtig weit vorne mit nur 140 Euro. Gut, dann hast du natürlich die Plastikclubs, die kein Mensch sehen will, wie Hoffenheim oder Wolfsburg. Ist ja klar, dass die relativ günstig sind. Ja, Hannover nimmt auch weniger. Okay, Mainz nimmt 1 Euro mehr. Also das, aber wir sind halt im Mittelfeld. Ja. Aber auch da, ich meine, Köln hat 25 Euro weniger. Ne? Das ist auch, also super, kann ich rechnen. Das sind 15 Euro weniger. Mehr, ja. Ja, genau. Ja, gut. Ja, klar. Also 15 Euro weniger bei Köln. Also ich weiß nicht, ich finde das schon, ja, okay. Aber so richtig heftig wird es halt dann wirklich bei den Sitzplätzen, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich die Alex immer höre, was die bezahlt, das ist schon relativ ordentlich, also den Sprung, den du dann machst von, sagst du bist halt vielleicht ein bisschen älter und hast keinen Bock mehr die ganze Zeit zu stehen, sondern willst sitzen, bezahlst du halt einfach mal mehr als das Doppelte drauf, also ja. Das ist halt, also du bezahlst mehr als das Doppelte, das heißt du bist dann 200 Euro zahlst du drauf, damit du den günstigsten Sitzheimbereich dann Platz hast, also das ist schon heftig, und wenn du dir dann überlegst, dass es halt beispielsweise die Hertha gibt, die 244 Euro für so eine Dauerkarte nimmt. Man kann jetzt immer sagen, das ist die Hertha, aber das ist ein Argument, was man nicht immer anführen sollte. Aber ich will einfach dann sagen, das ist schon krass. Also die Eintracht hat sich da schon in Gefilden positioniert, auf denen ich so spielerisch halt nicht sehe. Ne? Ja, ich bin nicht so überrascht, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch so eine Angebot- und Nachfragenummer. Also das haben wir schon oft gesagt. Die Eintracht hat eigentlich, ja, von dem, was die Eintracht in den letzten Jahrzehnten leistet, hat die Eintracht eigentlich fast zu viele Fans. Weil wir oft drüber gesprochen haben, was die Eintracht ausmacht. Wir haben es vor dem Pokalfinale, haben wir ja diese Motivationssendung gehabt, wo wir es alles nochmal beschrieben haben, will ich jetzt auch gar nicht wiederholen alles. Aber du hast diese Faszination Eintracht Frankfurt, die sich zu ganz hoher Prozentzahl an diesen Fans einfach ausmacht. Und ich kriege das so ein bisschen mit in meinem Umfeld auch. So Dauerkarten ist ja auch sowas, wo ja, du kannst froh sein, wenn du überhaupt eine kriegst. Und ja, Leute, die sich dieses Jahr eine gekauft haben, unter anderem auch jemand, den der Marvin kennt, der Alex zum Beispiel, den hat es nicht interessiert, dass das jetzt 520 Euro gekostet hat. Der war froh, dass er überhaupt eine hatte. Und ich glaube, jeder, der eine Stehplatz-Dauerkarte bei der Eintracht gerade hat, die gibt er auch nicht mehr ab, egal, nee, ob die Eintracht 20 Euro ist. Die zirkuliert irgendwie in Familienkreisen, da kriegt jemand irgendwie ein Jahr der und ein Jahr der, aber im Zweifelsfall hältst du das Ding, wenn du es einmal hast, in so einem relativ kleinen Kreis. Ich meine, klar, natürlich, du hast einfach extrem hohe Nachfrage, was es dir natürlich auch irgendwie ermöglicht, so einen Preis zu nehmen. Ich war halt trotzdem, ähnlich auch wie Marvin, gerade bei den Sachen schon zu sehen, dass wir da einfach so relativ weit vorne liegen, was so Preise angeht, war jetzt nicht so das, mit dem ich da gerechnet hatte. Ja, aber es wäre schon interessant gewesen, diese Auslastungszahlen, das hätte mich schon auch mal interessiert. Wie viele Karten sind denn davon weg? Ja, hier so eine Zahl hinzuschreiben, ist natürlich immer schön und gut, aber ihr habt schon gesagt, bei Wolfsburg, wenn du dann auch hörst, alles unbestätigt, also nur vom Hörensagen, aber dann teilweise die Karten ja an die Mitarbeiter in der Kategorie sowieso dabei sind, also da die Leute effektiv eigentlich nichts dafür zahlen müssen, dann ist trotzdem immer wieder verwunderlich, dass das Stadion so schlecht besucht ist, dementsprechend fraglich,
gibt es überhaupt eine Nachfrage, selbst bei den 200 Sitzheimplätzen? Also bin ich voll auf dem Basti seiner Seite. Angebot und Nachfrage ist da sehr wichtig. Außerdem, klar, mit den Stehplätzen, das wäre jetzt eher so ein bisschen ein Problem gewesen, wenn wir da jetzt total den Vogel abgeschossen hätten mit 300 Euro oder sowas. Das wäre dann schon was gewesen, wo ich gesagt habe, müssen wir drüber reden, ist wirklich problematisch. So muss ich sagen, hier sind wir bei den Stehplätzen im Mittelfeld, bei den anderen Sachen, ja, klar, es ist, sind teilweise dann zu vergleichbaren Clubs nochmal 200 Euro mehr, was nicht gut ist, aber was einfach auch natürlich die Attraktivität zeigt, dass die Leute eben großes Interesse haben, auch dorthin zu gehen und das zu wollen. Ja, das ist aber im Endeffekt nichts, was die Eintracht selber macht. Also das ist, also das muss man sagen, die Eintracht kann quasi Geld für was verlangen, was sie eigentlich nicht selber zu verantworten hat. Also das ist, wie der Marvin sagt, weil wir bezahlen da nicht, weil wir denken, boah geil, ich muss die Eintracht sehen, weil die spielt so geil, deswegen zahle ich 500 Euro für einen Sitzplatz im Jahr. Nee, die Leute gehen dahin, weil die anderen Leute auch dahin gehen. Weil du weißt, okay, wenn ich ins Stadion gehe, dann geht's da vorwärts. Und wenn ich auswärts fahre, ist es noch besser. Und deswegen gehen die Leute eigentlich zur Eintracht, das muss man ja so sagen. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige, die aus fußballerischen Gründen zur Eintracht gehen. Und da ist, glaube ich, dann das, was diesen Hype um diese Karten kreiert und was es der Eintracht erlaubt, dann auch so Preise zu erhöhen, weil die wissen, die werden es los. Mhm. Will ich jetzt gar nicht mit gut oder schlecht bewerten. Es ist aber trotzdem, finde ich, bemerkenswert zu sagen, okay, das ist ein Wert, der da geschaffen wird, der mit der Eintracht selber nichts zu tun hat. Ja, aber ich muss sagen, erstens das und zweitens finde ich das einfach schon krass. Also ich meine, das ist, hab ich mir nie so Gedanken gemacht, aber 803 Euro, die du da in der sechsten Kategorie, Preiskategorie zahlst pro Jahr, das ist schon krass. 803 Euro, das ist schon richtig, richtig viel Geld. Also das ist richtig viel, ja. Also da hast du ja keinen sportlichen Gegenwert. Also das muss, da muss es, aber da, natürlich, wir wissen, in Frankfurt geht es den Leuten, kann es den Leuten zum Teil ganz gut gehen finanziell, ja, natürlich, wenn da auch wirklich Banker da am Start sind, die sich halt da mal so eine Karte gönnen oder die halt diese Karte auch wieder gekauft haben, um andere Leute irgendwie so zu bespaßen oder so, das passiert ja auch nicht ganz so selten. Ja, kann schon sein, dass sich das dann irgendwie dann wieder rentiert, aber es ist schon ein Niveau, ein Preisniveau von 47 Euro pro Spiel, das finde ich schon, ja, knackig einfach. Ja, definitiv, es ist auch knackig, wie der Marvin sagt, das ist dann halt eine andere Klientel, die für die Karten dann verwendet werden. Aber gut, ich finde es schwierig. Ich hoffe, dass die Eintracht irgendwann sportlich nachzieht, dann sind wir hier alle zufrieden. Ja. Ich meine, es ist natürlich offensichtlich, dass die Mannschaften, lustigerweise die drei Mannschaften, am niedrigsten sind, preislich, die halt alle externe Sponsoren haben. Also ich meine, Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen, okay, darüber müssen wir jetzt nicht schon wieder anfangen oder so, aber Leverkusen ist ja auch ursprünglich ein Werksclub gewesen und so weiter, aber hat ja ein ordentliches Sponsoring dementsprechend auch bekommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja, so, das ist ja aber genau das. Aber und da ist es halt dann natürlich, wenn du halt auf wie Wolfsburg oder Hoffenheim nicht darauf angewiesen bist, durch die Towerkarten dein Budget hinzubekommen, ja, dann kann ich natürlich meine Preise dementsprechend auch locker machen. Die Eintracht hat dann halt, die hat ja extrem deswegen halt nochmal angezogen, weil halt es auf der anderen Art und Weise nicht funktioniert. Ja. Also das heißt, es zeigt sich ja auch hier nur eine Ungerechtigkeit wieder, die jetzt aber dadurch die Fans in Mitleidenschaft zieht. Ne? Also ich will das nur mal ganz, ganz klar darstellen. Das heißt, wäre das Preisniveau, wäre das Spielergehälter, das Transferniveau nicht so total absurd, wie es mittlerweile ist, hätten wir hier vielleicht auch die ein oder andere niedrigen Preise. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zusammenhang, den ich gar nicht so weit hergeholt finde, ehrlich gesagt. Der ist eigentlich da, weil du, wie gesagt, die Vereine quasi zwingst, auch das auszuschöpfen, weil sie es an anderer Stelle nicht können, wie es andere Vereine können. Das ist genau das. Und egal, wie oft ich das wiederhole, hier, der Marvin sagt es auch, und bei 93 sage ich es auch 100.000 Mal, mich nervt es immer noch. Mich nervt es, weil das eine Verzerrung von Sachen ist, die kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Und das ist, mich nervt es extrem. Jetzt hat der Marvin das wieder angesprochen, jetzt reg ich mich schon auf. Weil es nervt extrem zu wissen, okay, Wolfsburg, die können völlig unabhängig von ihrer sportlichen Leistung, können die ein Jahr später Spieler kaufen. Völlig egal.
Und bei Leverkusen ist das ähnlich und bei Hoffenheim ist das auch so. Dann wird dann wieder, dann heißt es dann, ja, Hoffenheim, die leisten jetzt so gute Arbeit, trotzdem zahlen die im Jugendbereich und auch was Infrastruktur betrifft, zahlen, wird da viel Geld rausgeblasen. Und das ist genau das, die brauchen, dann denken die sich, ah ja komm, scheiß auf die extra Millionen bei den Zuschauereinnahmen, können wir scheißen, weil wahrscheinlich sowieso keiner kommen würde. Ja, das kann die Eintracht nicht und dann landet das im Endeffekt auch wieder bei uns. Und finde ich auf jeden Fall gut, dass der Marvin das in diesem Zusammenhang auch mal gebracht hat, weil den kann man, auch wenn es viele Leute nervt, weil es so eine Redundanz hat, in der wir das hier äußern, ändert leider nicht, dass es so ist. Ja, ja, das ist richtig. Ich fand es nur halt trotzdem mal wichtig, das Thema hier nochmal anzusprechen. Ich verlinke den Blogbeitrag mal in den Shownotes, wer sich das da im Detail nochmal durchlesen will und auch die Vergleiche mit den Vorjahren. Das geht zurück bis ins Jahr 2011, also schon einiges an Vergleichsmaterial, der findet da alles. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dieses Nachtreten mit dem nicht gewonnenen Preis auf Twitter, der war unnötig. Ja, da, Gott sei Dank hat das vor dem Tickerschland gemacht, weil sonst wäre die Begrüßung dort nicht so herzlich ausgefallen. Ja, das hätte an der einen oder anderen Stelle beim Hasscup zu tatsächlichem Hass führen können, unsererseits. Aber schöne Grüße und vielen Dank, dass er sich die Mühe gemacht hat, weil das ist echt immer ein Heidenarbeit, den ganzen Quatsch. Und also wie gesagt, halt macht es ja nicht das erste Jahr, das haben wir schon Ewigkeiten gemacht. Jedes Mal gucke ich mir das an. Ja. Misst dem aber meistens gar nicht so den Wert bei, wenn wir eine Dauerkarte hast, ist irgendwie fast eh dann das egal. Ist, ja. Aber trotzdem, feine Angelegenheit, danke dir und schaut mal rein. Genau, also an der Stelle wirklich nochmal anzumerken, das ist alles händisch irgendwie zusammengetragen, das ist nicht irgendwie, dass du da auf ein Knöpfchen drückst, sondern der Kram fällt da hinten raus, sondern er ist wirklich von jedem einzelnen Bundesliga-Verein auf deren Internetseite durchgegangen und hat sich da angeguckt, was die Dinger in den einzelnen Kategorien kosten. Und wer mal versucht hat, allein bei der Eintracht-Seite zum Teil zu finden, was Preise für Karten kosten, was Karten kosten, das ist halt schon da nicht so einfach. Was Preise kosten? Ich sage ja, ich bin sprachlich gerade so ein bisschen hinten dran. Wenn du das dann bei 18 Bundesliga-Vereinen plus 18 Vereinen aus der zweiten Liga machen musst, das ist halt schon kein Zuckerschlecken und das machst du halt auch nicht mit großer Freude irgendwie. Ja, also da musst du schon viel Motivation mitbringen und das dann noch so auszuarbeiten, das möchte ich nicht machen. Damit sind wir mit dem Teil Aktuelles durch und kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie und wir haben da die One and Only stehen. Wir reden vom Dummschwätzer der Woche und da gab es einen ganz großen diese Woche. Ja, mir tut es auch leid, dass ich mich hier schon wieder wiederhole. Genau, Basti, sag mal, ist das Glas beim Dummschwätzer halb voll oder ist es halb leer? Ja, halb voll, würde ich sagen. Auf jeden Fall, obwohl, was heißt halb voll? Der ist, glaube ich, komplett voll. Der ist, Karl-Heinz Rummenigge wollten wir eigentlich nicht mehr nominieren, aber irgendwie tut ihm das so weh, dass er sich jetzt quasi strampelt, um doch hier da zu sein. Weil zur Verpflichtung von Salihamidzic, über die man eigentlich gesondert auch nochmal ein bisschen sprechen könnte, ja, hat er gesagt, also für die meisten ist ein halb volles Glas halb voll, für Brazzo ist es aber immer halb voll. Das kann man einfach mal wirken lassen. Ja, ich wiederhole, für die meisten ist ein halbvolles Glas halb voll, für Brazzo ist es aber immer halb voll. Also es schließt nahtlos an seine Gedichtkunst und alles Mögliche, was er sonst so sagt, an. Und es steigert meine Verwunderung weiter ins Unendliche, wie dieser Mann in einer solch verantwortungsvollen Position so viele Jahre erfolgreich überleben konnte. Mhm. Weil er für mich den Eindruck macht, als wäre er nicht ganz da. Oder halb voll. Oder halb voll. Ja, eben, für ihn ist das Glas, glaube ich, immer leer und voll und halb, keine Ahnung was. Also der ist, auf jeden Fall ist das ein Mensch, der mich mittlerweile auf sehr sonderbare Weise fasziniert. Grüße. Ja, also auf merkwürdige Art und Weise faszinieren ist, glaube ich, genau richtig. Ja, also ja.
Ich stehe dem Ganzen eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, mit offenem Mund entgegen. für mich ist es alles nicht, also ich bin ja mittlerweile echt schon viel gewohnt, ne? Wir haben Donald Trump als Präsident der USA. Glücklicherweise hier nicht. Nee, klar, ja, nee, ja, wir haben auch hier den einen oder anderen Zoten rumlaufen. Aber es ist, also die Welt gerät momentan aus den Fugen und die ganzen Führungspersonen, denen du irgendwann mal eine gewisse Autorität zugestanden hast, die sind nicht in der Lage, selbige damit zu füllen. Ja, und das ist halt einfach schon ein Problem, ja. Wenn du denkst, der Chef von dem größten Verein, mit einem der größten Vereine der Welt und auf jeden Fall der größte Verein Deutschlands, ja, der muss eine gewisse Integrität besitzen. Das lässt man bei Rummenigge leider außen vor, ja. Allein weil er halt jemand ist, der ja nicht nur ein Dummschwurbler ist, sondern aber auch gleichzeitig, ja, also so viele Probleme mit sich herumschleppt, ja. Scheinbar. Die lassen mich einfach sprachlos zurück. Ich kann es gar nicht. Ich weiß gar nicht, je öfter Rummenigge den Mund aufmacht, desto mehr freue ich mich, dass es echt noch so Fossilien gibt wie ein Bruchhagen, die da rumlaufen und rumkranteln, ja. Weil, also man kann ja viel über die Leute sagen, aber die haben wenigstens noch gewusst. Die wissen zwar überhaupt nichts, was mit Social Media und den ganzen neuen Medien zu tun hat. Da sind die komplett schlecht und auch total ewig gestrig, aber die wissen halt schon, wie man sich einigermaßen in der Öffentlichkeit verhält und rumlege. Also das ist schon bitter. Eben, das finde ich einen guten Vergleich. Bei Bruchhagen hast du wenigstens, auch wenn er mit manchen Aussagen nervt und du sagst, okay, der ist irgendwie aus der Zeit, aber bei dem hast du das Gefühl, der ist wenigstens noch beisammen. Ja, also, ja genau. Bei Rummenigge ist eine Faszination, dieses ich danke dir sehr und dieses Diddlemaus-Gedicht vor einer Weltöffentlichkeit vorzutragen, das ist, das muss man sich immer wieder, wir dürfen das hier auch, nur weil wir es jetzt hier immer wieder haben, da nimmt das nichts von seiner Absurdität. Also nur weil, also wenn du dir jetzt ganz oft was Absurdes anschaust und da vielleicht so ein bisschen abstumpfst, da ist es trotzdem nicht so. Also es ist sehr, sehr sonderbar, was der von sich gibt. Auch diese, er hat, glaube ich, auch in der Winterpause oder in der Sommerpause jetzt so einen Vergleich gebracht. Da ging es darum, dass dieser Renato Sanchez ja nicht so eingeschlagen ist. Ja. Dann hat er gesagt, ja, wir sind mit Renato Sanchez Erster geworden, Dortmund ist mit Dembele nicht Erster geworden. Vergleich kann man machen. Was ist das? Also dieser Vergleich hat ja echt einen offenen Beinbruch. Der ist so lange, im Fußball auch. Und es gibt ja welche, die auch lange im Fußball sind, die dreschen halt dann die 800. Phrase nochmal. Kann sein, nervt auch, macht dann aber wenigstens in dem Kontext immer Sinn. Mhm. Aber bei ihm, wieder mal, wenn es zeigt, also eigentlich würde man ihn so ein bisschen awkward anschauen, so, okay. Das ist das. Und er liefert das mit einer unfassbar disziplinierten Regelmäßigkeit, dass ich auch zu Beginn der neuen Saison nicht anders konnte, als ihn für dieses verschwurbelte Zitat zu nominieren. Und ich glaube, dass die Konstellation Hoeneß, Brazzo und Rummenigge, Uli, dass die uns in der neuen Saison vielleicht das ein oder andere Mal in unserer netten Familienkategorie hier nochmal begegnen wird. Das kann gut sein. Wir haken das Thema jetzt hier gleich ab, aber ich will nur sagen, es war nicht das einzige Merkwürdige, was da passiert ist. Ich meine auch den deutlichen Satz, der dann unterstrichen wurde, er wird mir unterstellt sein, ja, also dass du gleich bei Vorstellung der neuen Personalie so klare Kante fährst, fand ich jetzt auch ein bisschen befremdlich. Ja, wir wissen alle, dass die Salihamidzic-Position eher einer der von Nerlinger ähnelt und das nicht ganz so optimal sowieso ist. Müssen wir abwarten, wie das da alles läuft. Also, es bleibt natürlich spannend. Aber ich meine, auf der anderen Seite du kannst ja froh sein, dass der FC Bayern trotzdem noch so unglaublich professionelle Strukturen dahinter hat. Ja, also ich meine, jetzt Reschke immer noch oder allein der Trainer. Also ich meine, wenn Leute Ancelotti angreifen wollen, ja, dann kannst du froh sein, dass du eigentlich jemanden wie ihn in diesem Verein hast, der eine unglaubliche Autorität immer noch ausstrahlt, während die anderen beiden, sowohl Uli als auch Karl-Heinz mittlerweile so wettkranteln und sich dem Niveau der Bayern-CSU bzw. der CSU angenähert haben, muss man sozusagen. Tut mir leid für dieses politische Statement, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, aber ähnliche Gedanken hatte ich auch im Kopf, also dass du das Gefühl hast, heutzutage
Werden Dinge in der Öffentlichkeit geäußert, wo du eigentlich dachtest, da würde ein gesellschaftlicher Konsens drüber herrschen, dass das Schwachsinn ist, aber irgendwie scheinbar nicht. Also die Grenzen verwischen teilweise, ehrlich gesagt. Ja. Weil diese Dinge, die dann geäußert werden, ohne es jetzt konkret zu sagen, die finden auch immer mehr Empfänger, was mich nicht nur ratlos, sondern ein bisschen ergruselt auch zurücklässt. Aber gut, wir werden sehen, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Aber es ist im Endeffekt auch ein kleiner Teil der Gesamtentwicklung, die sich da widerspiegelt, weil mit Sicherheit Leute daheim sitzen und sagen, ja, der Brazzo, das ist er, super, das ist mir an mir, der zu Bayern gehen und der Rummenigge, der macht das super. Das gibt viele wahrscheinlich, die tatsächlich Karl-Heinz Rummenigge für einen absoluten Fachmann in allen Belangen halten. Und das ist zumindest bemerkenswert, um es jetzt hier abschließend zu bewerten. Genau. Haben wir denn, also ich traue mich fast gar nicht, die Frage zu stellen, aber haben wir Konkurrenz? Nope. Nee, das hängt aber damit zusammen, weil wir Saisonvorbereitung haben, uns da unglaublich viel Dünnpfiff ja eh gibt. Also insofern halten wir uns davon einigermaßen fern. Ich beobachte aber kritisch, was da bei Sky so passiert. Also das ist so eine sehr, sehr komische Situation, die da momentan gefahren wird. Reicht nicht für die Dummschwätze der Woche, aber Sky könnte uns das ein oder andere Mal auch beglücken. Aber in den Folgewochen dazu. Aber die haben wir doch auch oft genug. Die leisten sich ja sowieso quasi auch gefühlt täglich wieder irgendeinen. Ja, die sind aber auch nicht auf dem Weg der Besserung, ehrlich gesagt. Ja, genau. Da hast du auch das Gefühl mit Dahlmann, Buschmann und dem einen oder anderen merkwürdigen Kollegen. Potowski. Alter Potowski, ich will den jetzt wirklich nicht nominieren, weil ich denke, gegen Rummenigge scheint alles weg, aber also wie Potowski da, der labert ja auch nur noch, der hört sich ja so gern reden mittlerweile. Ich habe letzte Woche zweite Liga geguckt und da ist ja ein Spiel abgebrochen worden, weil irgendwie halt, es ging halt nicht, weil es so geregnet hat, Heidenheim war das, glaube ich, der Fall. Und da hat er dann minutenlang davon erzählt und schwadroniert. Und ja, und das hat er selbst noch nicht erlebt in all den Jahren. Aber korrekte Entscheidung des Schiedsrichters, bla bla bla. Ach, der Junge, der hat sich schon immer gern reden gehört, aber besser wird es im Alter halt auch nicht. Ne? Nee, aber das gut. Ist... Nur gut, lass uns zu den Empfehlungen übergehen. Es ist schon wieder spät. Genau. Da haben wir als allererstes in der Liste, und wie könnte es anders da sein, empfehlen wir natürlich uns, und zwar am 5.8. auf der großen Bühne im Ibis Messe Frankfurt. City. City, Ibis, ja, genau. Genau. Oho. Ich packe den Link zum Facebook-Event nochmal in die Shownotes. Wir beginnen am Samstag um 16 Uhr. Wir werden ein bisschen Sommerfest dort machen und wir werden auch ein bisschen was erzählen und vielleicht auch mit euch gemeinsam da so ein bisschen erzählen. Das Programm tüfteln wir gerade noch ein bisschen aus, aber seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben uns da einiges überlegt. Da hake ich ganz kurz ein, liebe Leute, wenn ihr kommt, nehmt Fragen mit. Stellt Fragen. Ja, das ist, ich denke, das kann ich jetzt schon sagen, oder? Genau. Das kann ich jetzt schon sagen. Überlegt euch, was ihr fragen wollt. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir schalten euch ein. Ihr kommt hin und wir wollen eine Interaktion, eine interaktive Diskussion mit euch allen haben. Deswegen kommt so viel ihr seid und kommt mit all den Fragen. Das kann Podcast-Natur sein, kann aber natürlich ganz logischerweise auch den Eintracht-Kontext haben. Ganz klar, deswegen sind wir auch da. Uns würde es freuen, dass ihr möglichst Bock habt, euch einzumischen. Aber wenn ihr sagt, wir sitzen nur dabei und trinken mal ein Bierchen, dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, die Möglichkeit wollen wir euch offerieren und wir würden uns freuen, wenn ihr dementsprechend partizipieren würdet. Ja, und der, wenn wir auch schon ankündigen können, der Axel, uns allen bekannte Lost in Nippes, wird auch vor Ort sein, wird im erwähnten Hotel schlafen und durch diese Information wird der eine oder andere sich auch schon ableiten können, dass wir nach dieser Sendung nicht direkt nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Alles Weitere. Und ab einem gewissen Zeitpunkt könnt ihr mich dann alles fragen, was ihr wollt. Genau, also wir teilen die Fragen. Ich werde es nicht mehr beantworten können. Wir teilen die Fragen in unterschiedliche Kategorien ein und es gibt dann die Spätfragen, die nur an Basti gestellt werden. Und da werden wir euch auch genügend Raum und Möglichkeiten dafür schaffen.
Das wäre die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung schließt quasi daran an, weil es ist eine Veranstaltung von einem anderen Podcast, die in der Vergangenheit liegt. Wollen wir noch ganz kurz, wenn du die unsere Veranstaltung abschließt, sollten wir vielleicht auch noch für Kurzentschlossen erwähnen, das mit dem Hotel, oder? Stimmt. Danke für den Hinweis, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Wer von euch gerne kommen würde und sagt von wegen, er hat aber einen etwas weiteren Anreiseweg und da irgendwie mittags hin und abends wieder zurück, ist ihm zu lange oder zu anstrengend, ist nicht schlimm. Das Ganze findet in einem Hotel statt. So ein Hotel hat meistens Zimmer, in diesem Fall auf jeden Fall. Und wir haben für alle Eintracht-Podcast-Fans, die dort aufschlagen wollen, eine kleine Vergünstigung rausgehandelt. Das heißt, wenn ihr beim Buchen des Zimmers das ultrageheime Geheimwort SGE dort hinterlasst, dann kriegt ihr einen super Sonderpreis ganz für die Übernachtung. Fesch. Ja. Also von daher, wer jetzt da noch irgendwie am Zweifeln ist, ob das was ist, vielleicht ist das so der kleine Anschub, der euch am Ende des Tages noch gefällt. Also für den Preis, das ist ja quasi der Preis eines Taxis. Genau, also wenn ihr beim FC Bayern noch nicht mal eine Dauerkarte für. Ja. Also der Preis ist auf jeden Fall halb voll und immer auch halb voll. Und wir sind sowieso immer halb voll? Nee, das ist wohl was anderes. Ja. Das wäre ja rausgeschmissenes Geld. Genau. Aber davon, von diesem halbvoll, kann man auch wunderbar wieder auf den TK-Schland überleiten. Dort gab es eine Rasenfunk-Aufzeichnung. Ich habe schon Angst gehabt. Dort gab es Eskapaden. Hast du Angst, Basti? Ja, ich gehe. Ciao. Auch da wurden dem Basti Fragen gestellt, die er nicht sachgemäß oder... Ich habe die Fragen beantwortet. Du hast die Frage beantwortet. Du weißt nur heute die Fragen und die Antworten nicht mehr. Genau, du hast eine Frage gestellt im Rasenfunk. Es gab dort eine Rasenfunk-Aufzeichnung, die leider vor Ort etwas schwierig zu hören war, aber die man jetzt wunderbar auf diesen Tonbändern oder in diesem Internet sich anhören kann. Und zwar ging es da auch so ein bisschen anschließend an das, was Marvin gerade eben noch als potenziellen Dummschwätzer für spätere Folgen in den Ring geworfen hat, um den Job als TV-Kommentator. Zu Gast waren Uli Hebel und Ralf Gunisch. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal angehört. Ich fand es dann doch eigentlich einen recht spannenden Austausch und fand es im Nachhinein noch ein bisschen mehr schade, dass das da vor Ort wenig Anklang gefunden hat, aber das war wahrscheinlich auch aufgrund der Konstellation in diesem in dieser Lokalität, die ja, also das fürchterlich war schon dafür sehr, war. Sehr warm. Ja, also für die Bayern darf man nirgendwo drin rauchen, das heißt, von der Natur der Sache muss man ab und zu. Genau, also wer sich das nicht vorstellen kann, das war eine kleine Fußballkneipe. Ich würde mal sagen, mit so 40, 50 Mann wärst du da irgendwie gut zurechtgekommen. Es waren deutlich mehr, es war recht warm. Du durftest, wie Basti schon sagte, drinnen nicht rauchen und draußen nicht trinken. Das heißt, du warst sowieso in einem permanenten Zwiespalt. Und es war halt einfach irgendwann fürchterlich warm da drin und die Leute haben sich unterhalten und es war sehr voll und von daher war es schwierig, da vor Ort zu folgen. Ich fand es im Nachhinein sehr schade, aber die Folge lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuhören. Wer sich ein bisschen um dieses Thema, wie so TV-Kommentatoren heute arbeiten und so weiter, sich das so ein bisschen anzuhören. Jo. Das ist eine weitere Empfehlung und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich weiterhin gerne hätte, dass ihr da draußen die Platzierung der Eintracht am Ende der Saison 2017-2018 tippt. Wir wollen ja noch eine sehr ausführliche Saisonvorschau, Vorbereitungsfolge machen, wo wir dann wirklich sehr intensiv drauf gucken, wie die Saison laufen könnte und da würde ich gerne euren Tipp haben, den ich dann neben unsere Tipps stellen kann und dann können wir das vielleicht so ein bisschen, haben wir so ein bisschen eine Orientierung und können dann am Ende der Saison auch dann nochmal gucken, wer von uns jetzt am Ende des Tages am nächsten dran gelegen hat. Von daher, da gibt es eine kleine Google-Umfrage, ich schmeiße den Link dazu auch nochmal in die Shownotes und wer da noch nicht mitgemacht hat, aber eine Meinung hat, der möge bitte sie über diese Tabelle äußern. Ja, habt ihr noch weitere Empfehlungen, meine Herren? Ich fand es sehr, sehr lustig rundum mit euch zufrieden. Am Tegerschland.
Nee, ich fand, es war eine herausragende Sache. Erstmal vielen Dank an alle, die sich dazu bereit erklärt haben, diese doch drei stressigen Tage, denke ich mal, so dürfte das für jeden sein, so gut zu bewältigen und so gut zu managen mit Touren, die wir zum Teil gar nicht mitgemacht haben. Da war ja so viel Nebenprogramm, was für mich als Mensch, der abends dann vielleicht mal was trinkt, morgens halt nicht machbar ist. Aber es gibt Leute, die dann halt einfach auch total geil und total gerne dieses Golfen zum Beispiel mitgemacht haben, wie herausragend ist das. Also da will ich euch, will ich den ganzen, falls hier jemand zuhört, will ich nochmal danken. Das war eine super Sache, es hat mir sehr gut gefallen und es war schön, so viele coole Leute zu treffen. Genau, und ich fand es auch schade, es hat halt einfach nicht gereicht, mit allen sich mal wirklich intensiv da auszutauschen. Es waren so viele Leute und es war so viel Veranstaltung und so, dass du es einfach auch nicht geschafft hast, mit jedem da jetzt wirklich mal ausführlich zu reden, aber die Veranstaltung gibt es ja zum Glück jedes Jahr wieder und dann kann man da nochmal einen zweiten Anlauf nehmen. Ja, diesmal bringt die Alex auch ihren Blinker mit, weil wir uns anhören mussten, ja, in Frankfurt gibt es keinen Blinker nicht, oder was? Eines der Insider-Highlights von diesem Wochenende. Genau, und wer wissen möchte, wo die Geschichte herkommt, der muss die entsprechende Frage am 5.8. mit zu unserem Live-Event bringen und vielleicht gibt es dann da eine sehr ausführliche und impulsive Antwort. Aber sehr gerne. Also, ja, genau. Also, wir beantworten ja auch persönliche Fragen. Durchaus gerne, überhaupt gar kein Problem. Aber, naja, wie gesagt, also TK-Stand war eine wirklich feine Angelegenheit und mit auch der einen oder anderen Anekdote, die wir dann nochmal erzählen können. Genau, dann würde ich sagen, befinden wir uns auf der Zielgeraden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier am Ausgang der jetzigen Folge nochmal allen Unterstützern zu danken. Es ist wieder Monatswechsel, das heißt, trifft uns wieder ein warmer Regen an Unterstützung in Form von Überweisungen, Patreon, Support und sonstigen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin so kräftig unterstützt und das erhält uns hier mit diesem Produkt oder mit diesem Projekt am Leben. Und ich werde das demnächst hoffentlich nochmal so ein bisschen ausführlicher erläutern können. Ich habe es mir zumindest vorgenommen. Aber vielen Dank für den Support. Ohne euch da draußen wäre vieles, was wir hier tun, einfach nicht möglich gewesen und deswegen an dieser Stelle noch einmal danke. Genau, und ansonsten machen wir jetzt den Sack zu. Wir freuen uns auf alle, die es am Samstag zu unserem Live-Event schaffen. Für alle, die es nicht schaffen, wir werden versuchen, es aufzuzeichnen. Das heißt, ihr könnt im Nachhinein auch das ein oder andere da nochmal anhören und wir gehen jetzt dann auch demnächst wieder in einen etwas regelmäßigeren Sendebetrieb über. Von daher freut euch drauf, jetzt unsere lieblichen Stimmen wieder in gewohnter Art und Weise zu hören. Und von daher, wir werden es versuchen am 5.8. Das heißt, es lohnt sich schon vorbeizukommen. Yeah. Wer weiß, ob wir überhaupt dann die Lust dazu haben, das zu veröffentlichen. Vielleicht sind dann so viele explizite Dinge gesagt worden, so viele geheime Details, die diesen Kreis nicht verlassen dürfen. Ja, also das gibt es ja auf jeden Fall. Alleine die Aftershow-Party ist, glaube ich, die schon Grund genug, um dort hinzukommen. Ja. Weil die wird gar keinen Fall aufgezeichnet. Da wird niemals irgendetwas das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und von daher, wer das alles mitkriegen will, der sollte auf jeden Fall hinkommt, der ist selber schuld, gell? Genau. Und in diesem Sinne machen wir jetzt den Sack zu und wechseln auch hier. 5.8. Samstag, 16 Uhr. Wechseln auch hier jetzt in die Aftershow-Party, wo wir uns nochmal ein bisschen über das Programm für den 5.8. austauschen. Und wenn ihr da nicht kommt, dann verpasst ihr etwas ganz, ganz Großes. Macht's gut.